So, und damit auch herzlich willkommen hier zurück zu Dead Space. Wir werden jetzt heute noch einmal das alternative Ende uns einmal rausholen und auch einmal ein Achievement machen mit dem Plasma-Cutter, nur Gegner gekillt. Ich habe offscreen hier schon mal was vorbereitet und wir haben uns hier auch schon mal eine etwas nettere Rüstung hier einmal angezogen, damit wir auch hier schick sind für das alternative Ende. So, wir müssen uns jetzt auf den Weg zum Hangar begeben. Wie gesagt, wir hatten es ja schon mal gespielt. Das ist noch gar nicht ganz so lange her. Deswegen ist die Änderung da auch noch zum Teil da. Aber das ist auch schon ein kleiner Moment her. Das arme Streamer-Hirn ist auch nicht mehr das Allerfrischeste. So. Um die alternative Szene oder das alternative Ende zu sehen. Achso, wir lassen sie erstmal reden hier. Lass dich von diesem Ort nicht unterkriegen. Kendra, wir haben keine Zeit mehr. Er ist nicht da. Genau. Ich kann es schaffen, wenn ich renne. Dann lauf doch. So, also, um das alternative Ende zu sehen, müssen wir Marker im Spiel Plus finden. Die sind hier in jedem Level, ist einer versteckt. Und die habe ich einmal alle nach und nach zusammengesucht. Und, oh, jetzt geht das los hier. Die müssen dann in den Quartieren einmal aufgestellt werden. In der einen Kajüte, ich glaube vom Captain war es, da steht schon ein so ein Markermodell. Und ja, da muss es hingestellt werden. Und dann soll sich das alternative Ende zeigen. Und nicht wundern, ich spiele auf einem leichten Schwierigkeitsgrad. Letztes Mal hatten wir es ein bisschen schwieriger gemacht. Das Achievement für nur mit dem Plasma-Cutter killen. Das wollte ich mir auch noch mal gleich nochmal mitnehmen, wenn ich schon durchspiele. Und dann wäre noch eine Möglichkeit, das auch noch auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad durchzuziehen. Das könnte man dann auch noch machen. Hoppala! Na, sag mal. Treffen ist auch schon ein bisschen länger her. So. Guck mal, jetzt holen wir alles nach an Mord und Tod, was wir jetzt eben bei Devil in Me nicht hingekriegt haben. Wunderbar. Ich glaube, du kannst dich etwas leiser oder das Spiel etwas lauter machen. Okay. Da kein Problem. Das mache ich mal eben schnell. Ist das natürlich jetzt wieder hier auf der Seite. Aber das kriegen wir hin. Da gibt gerne Bescheid, wenn da irgendwas sein sollte. Ich habe da hier immer nur so ein ganz grobes Gefühl. Bin ja auch so ein kleiner Grobian. Nein. So. Dann schauen wir mal. Einmal. Dann machen wir den Pegel mal ein bisschen lauter. Ja, der ist tatsächlich ein bisschen weit unten. Machen wir mal hier so. Oh, ein kleines bisschen geht, glaube ich, noch. So, probieren wir das mal so. Gut, okay. Also wieder, danke fürs Bescheid geben und dann machen wir mal hier weiter. Betrag, die Kollegin ist sicher an Bord. Mein Name ist Kendra Daniels. Halte dich bereit, Alex. Er bringt das Shuttle jetzt rein. Moinsen Trigger, Luft spare ich mir niemals. Grüße dich. Hallöchen. Ich hoffe, es geht dir gut. Okay. Keine Sorge, Amelia. Rahmspinner darf jetzt 5 Minuten nicht sagen. Okay, ab jetzt. Wortverbot. Dann halt nicht. Jetzt geht das schon wieder los. Vorhin auf Plattdeutsch singen gemusst und musste ich singen und jetzt darf ich dieses Wort nicht sagen. Ja, ja, so ist das. So, warte mal, ich kann hier eigentlich auch. Ja, da komme ich wieder nicht hin. Das fand ich hier immer so ein bisschen blöd. Ja. Es liegt hier unten was und ich krieg das nicht, weil ich hier nicht über die Brüstung schießen kann. Der Isaac ist Ingenieur, aber das kann er nicht. Na, ist egal. So, ich glaube, wir mussten hier hoch. Ah, ne. Warte mal. Ich muss hier hoch, genau. Viele, viele Türen. Schwerkraftsteuerung. Schwerelosigkeit aktiviert. So. Hoffen wir, das war richtig. Ach ja, stimmt. Genau, jetzt weiß ich es wieder. Ich muss ja den Marker jetzt einmal aufs Schiff boxieren. Aber, da wir jetzt fliegen können, hole ich nochmal eben schnell hier den Loot hier hinten. Jawollo.
Na. Ah, nee, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich drücken. So ist richtig. Entschuldige, was? Pferdchen, Schlaganfall. Pferdchen, pfeif mal bitte, damit wir wissen, dass es dir gut geht. Aber laut, ich muss es hören. Ich muss es bis hier hören. Das Schöne ist, ich habe hier in den vergangenen Stunden, die ich das schon mal gespielt hatte, einiges an Munition zusammen gelootet. Okay, ich lasse das als Pfeifen durchgehen. Also ihm geht's gut. Kann halt nicht so gut Vibe. Ja, das kann passieren. Das kann passieren. Das ist nicht so schlimm. Ich kann dafür nicht so gut furzen. Das klingt dann wie Pfeifen. Oh, Entschuldigung, Carbonsuppe. So. Also, hallo, das mitnehmen. Muss du mitnehmen. Ja. Das wäre tatsächlich auch nochmal eine Idee, hier nochmal einen Speedrun zu machen. Aber gut, auf schwierigsten Schwierigkeitsgrad, das könnte Probleme geben hier. Er hat es versucht. Der Versuch zählt. So. Das ist gerade gar nicht genau. Muss mit den oben oder... Reinstecken, ne? Das ist gerade nicht mehr ganz genau. Ah ne, da unten war's. Machen wir runter. So, machen wir landen. Kann man herkommen. Pusset hier rein und da rein und dann ist alles fein. Oh, was haben wir denn hier? Oh! Was kommt ihr denn hier bei den Hübschen hier? So, ist fein. Wenn ich Spiele, Bosse für Trophäen in schwierigen Schwierigkeiten machen will, gucke ich mir immer Speedrun-Stats an. Da geht das dann deutlich entspannt. Ja, das glaube ich. Die sind da, glaube ich, auch durch Stunden der Expertise auf einem perfekten Niveau angelangt. Ich glaube auch, dass das eine gute Idee ist. Achso, warte mal. Steuerung offline? Achso, ich habe noch gar nicht angeschaltet. Ne? Das muss ich vielleicht auch noch mal eben machen. Ganz vergessen. Was ist denn hier los? Ach, da. Ja, einer nach dem anderen. Jeder nur ein Kreuz. Wir hatten gerade Ostern. So. Ist hier noch einer rumömmeln? Irgendwas schlapuliert hier noch rum. Habe ich so das Gefühl. Oder bin ich da gerade in was reingetreten? Ist auch möglich. Gut, also einmal. Na, da haben wir es noch. Meine Güte. Ja. Das ist auch immer so blöd. Also die Energieversorgung in der Zukunft ist sehr dramatisch. Wir sind hier auf einem riesengroßen Raumschiff und wir haben nicht genug Strom, um hier zwei Sachen gleichzeitig zu betreiben. Das ist schon ein bisschen traurig, aber naja, wenn es so ist, dann ist es so. Na? Ah, ja, komm zu mir. So, das steht ja eigentlich schon ganz gut hier, würde ich sagen. Ist da was im Weg oder was? Den mach doch mal. Da geht. Achso. Schieb den Matsch zur Seite. So, endlich darf ich wieder Rahmspinat sagen. Danke, Pferdchen, dafür. Oh, hoppala. Ah, fuck. So. Oh, dich habe ich gerade gar nicht so richtig wahrgenommen. Gut. So, der Hackschnitzel ist. So mache ich das am liebsten. Achso, muss ich noch einen weiter oder was war das jetzt hier? Passt das nicht schon? Worauf wartet er denn? Da geht doch was. Achso. Kann da sonst was rein? Ja, lass mich doch mal kurz mal hier die Weichen stellen, du. Wo war er? Da oben. Sie sind aber auch nicht nett. Die Sicherungen sind noch aktiviert. Gehen sie langsam wieder alle frei? Schnell, bitte. Ich muss hier erstmal noch looten. Macht, was ihr wollt. Ich loote um. Wieso ist hier eine Energie? Kommt die denn hier? War die hier letztes Mal auch schon? Nehmen die mal mit. Ja, ihr macht das ja schon. Oh, ich sehe da auch noch was anderes.
Hier gibt es nämlich noch was zu holen. Gehen wir nämlich gerade auch nochmal ein. Warte mal. Hat auch irgendwas geleuchtet. Ich hab's genau gesehen. Da, dich habe ich gesehen. Lass mir hier nicht liegen. Ja, so sieht es halt aus, wenn man die Deutsche Bahn in die Zukunft denkt. Ja. Wenn es sie in Zukunft noch gibt, du. Kannst ja bald nicht mehr bezahlen, das Bahnfahren. Dann ist sie bald über. Dann gehen wir lieber zu Fuß. Da sind wir mindestens genauso spät dran. Aber es war dann nicht so teuer. Und ist gesünder. So. Warum ist Bums? Den nehmen wir alles nochmal mit. Weil das heben wir uns dann für ja, den nächsten Run sozusagen auf. Freigabe bestätigt. Stimmt. Mir fiel nämlich noch ein, eine andere Sache, die ich jetzt auch noch offscreen zusammen gelootet hatte, waren die Rigs von den Besatzungsmitgliedern. Da gab es, jetzt muss ich gerade lügen, ich glaube auch an der Zahl, 7 Stück waren es und 8 mit der vom Captain. Und wenn die alle zusammen gelootet worden sind, konnte man diese Master-Überbrückung freischalten. Auf der Brücke ging das. Das waren Rigs, die waren ja auch im Game versteckt. Und ja, wenn du die alle zusammen hast, dann hast du diese Master-Überbrückung freischalten können und ja, konntest dadurch dann halt einige Türen öffnen, die vorher nicht gingen. So, jetzt muss ich, glaube ich, die wieder deaktivieren. Irgendwas war da, ja. So, wir fliegen mal hier wieder hoch. Ja, das hätte ich noch ein bisschen besser vorbereiten können. Ich weiß. Schwerelosigkeit deaktiviert. Komm, mach mal auf hier. Erst an Bord. Kommen Sie schnell! Was? Öffnen Sie die Luke für ihn. Luke 2 einmal bitte. Deutsche Bahn kann ich nicht. Ich bin über 40 mit meinem Blutdruck. Ja, da muss man irgendwann drauf achten. Dann darf man halt keine Bahn mehr fahren. So sieht's aus. Dann fährt man lieber Taxi. Was ist das denn hier? Freigabe bestätigt. Die habe ich ja letztes Mal völlig übersehen hier. Na gut. Nicole, ist sie hier? So. Ich habe zuerst geschossen, die hätte in Deckung gehen müssen. Doktor! So wie teurer ist halt Taxifahren dann auch nicht mehr. Und. Die Menschheit. Aegis 7 Tabu ist. Der Planet war ein einziges staatliches Forschungsprojekt. Ja, Aegis haben das ja auch gesprochen, nicht Aegis. Das göttliche Artefakt wurde von Menschenhand gebaut. Das ist unmöglich. Wir sind im Weltall. Man hat das Scheißding ausgegraben. Nachdem es hier vor Jahrhunderten hinterlassen wurde. Selbst Kain hat es nicht mitbekommen. Der erste Marker wurde in einem Krater auf der Erde gefunden. Und der? Der war echt. Außerirdisch. Genug für die Gründung von Unitology. Unsere Wissenschaftler haben den roten Marker untersucht und konnten ihn nachbauen. Irgendwo mussten sie ihn jedoch testen. Aegis 7. Das Resultat ist bekannt. Eine Geschichte des Schreckens. Ich dachte, die alten Berichte wären Hysterie, doch... Doch dann sah ich, was ich sah. Das System wurde völlig abgeriegelt, alle Aufzeichnungen vernichtet, bis die CEC gierig wurde. Sie haben Aegis 7 auseinandergenommen und zum Leben erweckt, was das Forschungsteam zurückließ. Also hat Earthcorp dich geschickt, um alles zu vertuschen. Mist, wir müssen den Marker zurückbringen. Sollte noch jemand Aegis 7 entdecken? Er war schon mal verschwunden. Wir können es wieder tun. Ich weiß, was der Marker mit deinem Kopf anstellt. Er muss unter Verschluss. Und übrigens, wir waren ein tolles Team. Das spricht Liebe. Du wirst einen anderen Weg von der Ishimura finden. Du bist ein verdammt guter Ingenieur. Ich bin der Beste.
bescheiden, bin ich auch. Okay, gut, hatten wir schon mal. Ich wollte noch mal einmal euch das genießen lassen, ja. Verstehe, ich muss leider. Außerdem will ich Samstag noch mal was. Sie versteht nicht. Ja, okay, kann ich weitermachen, Isaac? Ja, okay, alles klar. Noch mal was Freizeitmäßiges machen, da muss ich auch mal fahren. Ja gut, das nutzt dann ja nichts, ne? Ist manchmal vielleicht auch nicht verkehrt. Isaac, aber, komm, oh, hier ist Nicole. Ja, wo Nicole. Bist du? Im Flugsteuerungsraum. Bitte komm sofort zu mir her. Ja, mein Schatz. Noch gibt es einen Weg hier raus, aber wir müssen uns beeilen. Ich eile, mein Pupselchen. So. Obwohl, ich muss ja schon zugeben, hier war letztens auch mal einer meiner Züge um 3 Minuten verspätet. Also das geht ja gar nicht. 3 Minuten, also da wäre ich auch eher zu kurz gegangen. Ja, ich muss zum Glück nicht so viel Bahn fahren. Das hat auch so den Hintergrund mit, weil ich habe hier nicht so den Anschluss an Bahn. Strukturelle Integrität beeinträchtigt. Aber ich muss sagen, die Male, wo ich gefahren bin, habe ich die Mehrzahl doch eigentlich ganz pünktlichere gehabt, sage ich mal. Also einmal hatte ich auch tatsächlich, das war aber ein Anschlusszug. Da war ich irgendwie hinter Hannover, glaube ich, irgendwo. Saß ich dann am Bahnhof nochmal über eine Stunde. Und also was ich da ja immer so arschig finde, also das finde ich auch echt eine Sauerei, dass wenn die Bahn das irgendwie verpasst hat wieder, weil irgendwo was war und du kriegst deinen Zug, den du jetzt eigentlich gebucht hast für die Strecke von A nach B oder beziehungsweise für deinen Zielpunkt oder deine Reisestrecke von A nach B und wo du dann irgendwo umsteigen musst, dann gilt dein Ticket ja nicht für den anderen Zug. Und wenn sie dich dann cashen oder so, dann kannst du auch noch Cola abdrücken. Also finde ich eine Sauerei. Nee, dann kann man ja aber auch noch was, ein teureres Ticket, wo das dann auch mit abgedeckt ist oder so. Also finde ich voll für den Arsch. Wenn die es versauen, dann soll ich dann nachher auch noch hier extra Kohle zahlen, weil ich dann noch mal einen anderen Zug buchen muss oder weil ich dann schwarz fahre oder was. Also habe ich auch noch nie gemacht. Das sehe ich überhaupt nicht ein. Wäre ja noch schöner. Da bist du ja. Gott sei Dank bist du hier. Das Schiff bricht auseinander. Ich habe alles gesehen. Deine Erinnerung. Wasser. Was mit uns passiert ist. Wir müssen nicht darüber reden. Es tut mir alles so leid. Ich wollte, dass du das weißt. Ist schon okay, Isaac. Ich vergebe dir. Ich liebe dich. Ja gut, aber... Es gibt noch Hoffnung. Du kannst das Shuttle zurückrufen und es von hier fernsteuern. Hol den Marker, dann bringen wir ihn nach Aegis 7 zurück. Uns wieder vollkommen machen. Ich will's nur wieder in Ordnung bringen. Das schaffen wir zusammen. So. Trifft Nicole in der Flugsteuerung, ja. Bei 3 Minuten Verspätung hier müssen die Leute im Zug sitzen bleiben, bis der Bahnsteig fertig ist. Ich weiß nicht, wie oft schon der Zug ausgefallen ist und ich das Geld nicht zurückbekomme, aber das ist auch eine Sauerei, ne? Sie können ja einen später nehmen, ja, der Termin ist dann aber vorbei. Ja, und das finde ich halt auch, das ist diese Klippo-Haltung. Von wegen, wir dürfen auch mehr Geld von ihnen fordern, wir müssen ihnen aber nichts zurückzahlen, weil sie haben ja die Möglichkeit, einen anderen Zug zu nehmen. Also, das, weiß ich nicht, das ist, keine Ahnung, finde ich eine Sauerei. Das ist ja so, wie wenn ich als DJ einen Auftrag irgendwie annehme. Und dann kann ich den Abend aber nicht, weil, keine Ahnung, irgendwas ist dazwischen gekommen. Und ich bin dann irgendwie, ja, ich würde jetzt von, Hallöchen, ich würde jetzt 2 Stunden früher anfangen oder 2 Stunden später. Ne? Wir können ja auch den DJ später nehmen. Nee, okay, ja gut, dann müssen sie halt den anderen DJ nehmen. Der kostet aber 200 Euro extra. Ne? Das ist doch genauso bescheuert. Ne? Und das wird dann als legitim verkauft. Völlige Verarschung. Gut. Egal, genug aufgeregt. Was muss ich jetzt machen? Was war das nochmal? Ach ja, genau, da hinten mal raufdrücken. So. Button. USG 09. Vorbereitung zum ferngesteuerten Andocken läuft. Verdammt, Isaac, du weißt nicht, was du tust. Ich weiß. Du verstehst den Marker nicht so wie ich. Ich weiß nicht, was ich tue. Warnung. Rettungskapsel von Shuttle USG 09 gestartet. Rettungskapsel. Verdammt, wir haben sie verloren. Das spielt keine Rolle. Sie kann dem Schicksal nicht entgehen. Wer kann das schon? Ja, ich gehe schon. Die Vertragsbedingungen bei der Bahn sind halt auch grenzwertig kriminell. Als normale Firma würden die einen mit sowas wegen Betruges sofort dicht machen.
Ja, also, so ist es. Was Fälsch gesagt, genau. Das ist halt dieser Mist. Die Bahn wurde semi-privatisiert und genau falsch herum. So, dass man alle Nachteile beider Seiten verstärkt und die völlige Inkompetenz sitzt in Ämtern, die kluge Menschen brauchen. Ja. Aber da sowieso jeder im Vorstand seine Boni bekommt, ist das denen auch egal. Ja, das würde ich auch mit unterstreichen. Also ich finde das, wie gesagt, diese Eigennützigkeit, das machen ja ganz viele Leute in wichtigen Positionen dann halt auch zu ihrem Programm, dann sich selber möglichst, ja, ich sag jetzt mal, die Gewinne nicht einzukürzen und ja, alles andere ist mir doch scheißegal. Sowieso dumme Bauernvolk, das muss es ihnen zahlen. Und wenn es das nicht will, dann verklagen wir die bis zum geht nicht mehr. Die kommen da eh nicht gegen an. Also das ist schon so ein Machtgefüge. Ich finde das halt auch daneben. Also du kannst machen, was du willst. Und da wundern die sich, warum die Zahlen zurückgehen. Also ist für mich auch nicht nachvollziehbar. Absolut nicht. Dabei ist es wirklich eigentlich eine ganz schöne Sache. Nur wenn das System mal vernünftig funktionieren würde. Ne? Weil ich kann auch nicht so viel mitreden, weil ich halt auch nicht so viel mit der Bahn unterwegs war. Hab da zwar auch so meine Negativerfahrung gemacht, aber also ich glaube, ich wäre da auch schon in der Zeitung gestanden, hätte mich da tatsächlich einer mal gecasht und gesagt, ne, das ist aber nicht Ihr Anschlusszug. Da müssen Sie jetzt hier aber mal 60 Euro oder wie viel das mittlerweile kostet zahlen. Ich glaube, den hätte ich unter Umständen, weil die ja teilweise auch eine sehr arrogante Haltung haben, da vielleicht auch mal ein bisschen einen auf die Nase gegeben. Zum späteren Stündchen. Eventuell. Das mag vielleicht etwas drastisch formuliert sein, aber meiner Meinung nach gehört der ganze Vorstand einkassiert und ein paar Jahre in den Knast. Der Schaden, den die an so vielen Fronten zu verantworten ist einfach dermaßen extrem. Ist halt hart für Leute wie mich vom Land, die mit einem Zug zum Facharzt müssen und 3 bis 4 Stunden hin brauchen, wo man mit einem Auto in 55 Minuten da gewesen wäre. Ja, das ist auch übel. Und dann fällt er aus. Ja, das ist für den Arsch. Ja, und genau das ist es ja. Ne? Also ich bin ja auch auf dem Land. Und für mich ist es halt, seit ich Führerschein habe, also seit ich 15 bin, oder 16, genau 16, mit 16 hatte ich Roller damals, mein 125er, seitdem bin ich hier mobil unterwegs. Und ich komme ja überall ganz gut hin. Ich habe da ja auch noch den Vorteil, dass ich hier recht bei Hamburg lebe. Und ich persönlich, also in den seltensten Fällen bin ich ja mal mit dem Zug gefahren. Also ich hatte zum Beispiel auch mal, da bin ich weggeflogen und dann von hier aus 5 Minuten oder noch nicht mal 10 Minuten zu Fuß bin ich bei einer Bushaltestation. Von der komme ich in die nächste größere Ortschaft, wo auch eine Bahn ist tatsächlich. Von da aus geht es nach Hamburg. Aber da bin ich halt, ich sag mal, beim Flughafen auch in 1,5 Stunden. Ja gut, mit dem Auto Elbtunnel durch und eventuell Stau kann das auch mal 1,5 Stunden dauern. Aber in der Regel, wenn alles frei ist, bin ich da auch in einer Dreiviertelstunde, sag ich mal. Ne? Und dann wieder dieses Umsteigen hier, Umsteigen da, und dann wartest du da nochmal 1/2 Stunde und so weiter und so fort. Das ist halt auch sehr nervig. Ne? Also wenn das wirklich optimal läuft, dann bist du mit den Öffis bist du dann irgendwie in 1,5 Stunden ungefähr beim Flughafen. Aber ich bin halt auch eigentlich eher so der Freund, lieber mit dem Auto selber hinfahren. Aber gut, mittlerweile kannst du die Parkhäuser da ja nicht mehr bezahlen. Früher war das noch irgendwie gedeckelt mit 60 Euro, aber mittlerweile kannst du ja richtig viel Kohle da lassen, wenn du dein Auto nochmal eine Woche stehen lässt oder sowas. Also das ist auch nicht so in Ordnung. Keiner will mehr Bahn fahren. Keiner kann es sich leisten. Die Bahn wird der Clown weltweit und das schadet Deutschland auch international sehr. Das kann ich mir vorstellen. Das ist ja sowieso mit vielen, vielen Sachen, die ja in Deutschland in den letzten Jahren nicht so optimal gelaufen sind, dass wir wieder irgendwie zur Lachnation werden. Ne? Aber das ist doch schön, wenn man der Hof nahe ist hier. Das gesamte Personal hat keinen Bock mehr, weil die können auch nichts tun, aber kriegen den ganzen Hass ab. Ja, das ist das Problem. Das sind immer so die Blitzableiter. Ich kenne das ja auch. Ich habe das ja auch. Ich muss ja beim Kunden auch immer das abfedern, wenn das nicht so gut gelaufen ist. Teufelskreis an. Ich bin halt großer Fan von öffentlichem Personenverkehr, aber in Deutschland tue ich mich da sehr schwer, weil du dich auf nichts auch nur annähernd verlassen kannst. Ja, und gerade in Deutschland, wo ja wirklich auch so diese deutsche Genauigkeit, Pünktlichkeit und so weiter, ne? Eigentlich ja deutsche Tugenden, sagt man so. Und da? Egal, ne? Also peinlich. Ich find's auch sehr, sehr peinlich. Lufthansa, der gleiche Müll. Kann sein. Ich bin mit dem Fliegen auch nicht ganz so viel unterwegs gewesen. Also habe ich auch die Male, wo ich unterwegs war. Ich bin ja viel innerdeutsch geflogen, von Hamburg nach Stuttgart und Stuttgart nach Hamburg wieder zurück. Da ging es so einigermaßen. Also so richtig Langstrecke oder ja, wo man mal über 2 Stunden, sag ich mal, im Flieger saß, habe ich es noch nicht erlebt.
weil man DE halt damit durchkommt. Deshalb bessert sich das auch nicht. Also es kommt immer drauf an, wer du bist in Deutschland. Das finde ich ja so das Verwerfliche. Andere, normal Sterbliche, ja, die kriegen da richtig einen auf den Deckel für. Und so große Konzerne, die, ja, das wird dann geduldet, sag ich mal. Muss ich auch immer so denken an Bankenvorstände, was die da teilweise für Entscheidungen getroffen haben, so richtig fragwürdige. Ja, was passiert? Ja, ich habe eine falsche Entscheidung getroffen, das hat jetzt viele Menschen ihren Job gekostet, ich trete zurück. Und dann ist er dann irgendwie eine Woche später in einem anderen Vorstand und verdient da seine dicke Kohle. Also, weiß ich nicht. Da würde ich auch Manager werden. Ne? Früher habe ich immer noch so gedacht, die haben einen Job, wo die viel Verantwortung haben und auch, ja, wo dann auch deren Köpfe rollen, wenn da Scheiße passiert. Ne? So, der Captain geht mit seinem Schiff unter und so weiter. Aber mittlerweile, nee, ich bin Klippo. Ich habe die finanzielle Macht. Also, verkehrte Welt. Ich kann mir glücklicherweise die Auto-Alternative leisten, aber ich sehe auch, dass das absoluter Luxus ist. Wird viel lieber gemütlich Bahn fahren. Ich mag Züge. Aber wenn ich nicht weiß, ob ich in Hamburg Montag oder Mittwoch ankomme, wird es eben schwierig. Pünktlichkeit wird nur vom Pöbel verlangt. Ne? Ich könnte das nicht. Ich habe ein Gewissen. Ich bin lieber arm. Ja, das sehe ich auch so. Das ist auch. Deswegen, wenn ich mal so einige sehe, die haben da schon, was weiß ich, wie sich daran gescheffelt. Ich bin da auch absolut anders drauf. Also, dann bleibe ich auch lieber arm. Aber ich meine, arm ist ja auch immer relativ. Uns geht's ja gut. Es ist ja nicht so, dass es uns schlecht geht. Aber ich weiß genau, was du meinst. Ne? Wenn ich mir mal die Armut der Reichen angucke, das ist dann auch nochmal ein ganz anderes Thema. Ne? Die Millionen, die sie da auf dem Konto haben und die sich dann da irgendwo auf irgendwelchen Demonstrationen oder Seiten rumtreiben und dann noch dagegen demonstrieren oder dafür demonstrieren, dass hier noch gewisse Dinge teurer werden wegen Umweltschutz und so weiter, Friday for Future hin und her. Selber ist mir das egal und ich fliege hier dreimal im Jahr in Urlaub. Ne, und am besten dahin, wo es richtig teuer ist und wirklich weit weg ist, wo ich sonst wie viel CO2 rausballer. Ne? Aber das ist ja auch schön, weil dann kann sich der gemeine Pöbel ja sowieso auch nicht mehr diese Flüge leisten, weil die immer teurer werden. Ja, dann sind die endlich mal unter sich, ne? Dann muss hier nicht irgendwie noch der dreckige Handwerker noch irgendwie mit mir auf eventuell, weil der sich was gönnen will, noch hier noch in eine zweiten Klasse setzen oder erste oder sowas. Also geht ja auch gar nicht. Na, ist schon schlimm. Aber sehe ich genauso wie Pferdchen. So, das laden wir nochmal schnell auf. Da sind wir schon wieder in eine politischen Diskussion gelangt hier. Verdammte Deutsche Bahn hier. Die treten ja nicht mal mehr zurück. Die werden noch gefeiert. Wie gut sie die Firma durch den Bankrott geleitet haben. Kein Scheiß. Die machen dann hochdotierte Vorträge dazu. Ja, das ist ja sowieso auch mit Politikern, ja, zum Beispiel. Die sitzen ja auch dann irgendwo hier als Doppelverdiener da irgendwo in der Wirtschaft, einmal als Politiker und einmal dann noch in irgendwelchen Vorständen. Und wie gesagt, die Politiker, die taugen alle nix. Ja, der eine oder andere hat vielleicht mal eine ganz nette Idee, aber die kommt ja auch nicht unbedingt nur von ihm. Ja, die haben ja auch ihre Berater letzten Endes im Hintergrund. Die können nur reden, die können nichts anderes. Das siehst du ja, wenn die da mal eine direkte Frage gestellt kriegen, die weichen aus. Die weichen aus, die können reden, die kommen mit irgendeiner anderen Gegenfrage oder was weiß ich, die sind da gar nicht beim Thema. Also, warum die eigentlich noch in irgendwelche Talkshows eingeladen werden, ich weiß es nicht. Einfach, damit die sich mal zeigen. Wahrscheinlich wegen PR oder sowas, keine Ahnung. Wahrscheinlich sind die auch noch gekauft. Na, Mika, was hast du dazu? Scheiße mit der Scheiße, ne? Verzeihung, natürlich mit der... So. Ne? Willst du was haben? Na komm. Ich geb dir mal was. Mach mal Hopp. Hopp. Du hast dreckige Pfoten, ne? Du kommst von draußen. Ne, du machst keinen Hopp. So. Meine Maus. Ach ja. Ja, wenn das alles nicht so traurig wäre. Aber was willst du machen? Ich sehe da auch immer so... Ich nehme es einfach hin. Es ist so, ich kann da mit einigen Sachen kann ich eh nichts machen und will ich auch gar nicht. Weil ich will ja gar nicht in diese geistigen, komischen Sphären da irgendwie eintauchen, wo die Hyopas unterwegs sind hier. Aber kann ich im Spiegel noch anglubschen, ohne zuzuschlagen? Ja, das ist doch die Hauptsache hier. Ich bin meines Luxus tatsächlich sehr bewusst. Es ist meine Entscheidung, hier zu leben. Wenn ich keine Lust mehr habe, gehe ich halt woanders hin. Hab nicht viel Geld übrig, aber diese Freiheit habe schon nicht viel. Und das sehe ich genauso. Das ist bei mir auch so. Also, wie gesagt, das muss ja auch bei mir alles bezahlt werden. Ja, und dann könnte man sagen, ja, du hast ein Haus. Ja, aber da geht letzten Endes fast mein komplettes Gehalt für drauf, für das Ganze. Ne? Und dann hat man noch ein paar Lebensmittel. So große Sprünge ist dann auch nicht drin. Ich kann zum Beispiel auch nicht großartig hier in Urlaub irgendwo hinfliegen, wo andere dann, keine Ahnung, dann ihr Jahr drauf sparen und dann geht es da und dahin. Ne? Das ist auch einfach
ich sag mal, jetzt nicht unbedingt meine Welt. Nicht, dass ich hier nicht auch gerne reise, aber da fehlt einfach die Kohle, ne? Da könnte ich mir auch ein bisschen mehr an der Seite packen, wenn ich in so einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung leben würde. Obwohl, mittlerweile die Mietpreise ja auch in eine unerahnte Höhe gehen hier. Und genau wie du, ich sehe das halt auch sehr zu schätzen. Und man hat einen Kühlschrank voll. Das Problem ist, man ist ja auch immer, wenn eigentlich alles so weit läuft und man ja auch einiges schon hat, dann läuft man ja immer Gefahr als Mensch, irgendwie dann wieder mehr zu wollen. Und dann ist man irgendwo unzufrieden mit dem, was man schon hat. Also ich habe da auch immer, dann ist man ein bisschen unglücklich und dann holt mich meine Freundin auch mal wieder auf den Boden der Tatsache zurück. Ja, von wegen, jetzt kannst du auch zufrieden sein mit einem. Und ja, hat sie recht. Das ist so irgendwie, keine Ahnung, diese Gehirnwäsche, die wir jeden Tag kriegen mit Instagram und so, wie wir alle so sein haben, was wir alle haben müssen und so. Und dann willst du das haben, dann willst du das haben, das kannst du jetzt gerade nicht leisten, deswegen geht's dir schlecht. Nee, uns geht's nicht schlecht. Ich sag mal, wenn du vor einem Kühlschrank hast, wenn die Gesundheit so weit mitmacht, wenn du ein Dach über dem Kopf hast und die Bude warm ist, dann hast du doch eigentlich alles. Wie ich auch immer sage, ey, wir sitzen hier zusammen, unterhalten uns, der eine daddelt hier einen vor und labert die ganze Zeit irgendeinen Kram. Ja, wie gesagt, das ist doch eigentlich Luxus, ist es doch. Ja, und wie gesagt, uns geht es soweit gut. Wir liegen hier nicht irgendwo, ohne dass wir noch irgendwie einen Finger regen können auf irgendeiner Intensivstation und warten eigentlich nur darauf, dass irgendwann die Geräte abgeschaltet werden. Ne? Also uns geht es doch wirklich noch gut. Und ich finde auch, den Moment muss man da auch genießen. Ich muss mit unter 1K im Monat klarkommen. Davon muss Miete, Versicherung, alles bezahlt werden. Krankheitsbedingt geht mehr halt nicht mehr. Nee, und ich muss auch, also meine Mutter, die ist auch Frührentnerin damals gewesen und das war halt auch genau das Thema. Das war auch nicht viel, was sie dann noch übrig hatte. Und also hat ja Glück, dass die mit meinem Vater, die sind ja auch verheiratet noch, alles schön und gut. Das sind viele Sachen, wo man wirklich glücklich mit sein kann. Ne? Und es geht und ich fühle mich manchen gegenüber noch privilegiert. Ja, und das ist es ja. Ne? Es gibt Leute, die leben auf der Straße. Ne? Ich meine, sicherlich ist das vielleicht auch zum Teil eine eigene Entscheidung von denen, zum Teil. Wie gesagt, ich kenne die Schicksale nicht alle. Aber einige, die haben doch keinen Bock mehr gehabt, dieses ganze System mitzumachen. Ne? Also vereinzelt, ich habe das zumindest mal gehört. Also irgendwo in einem Interview. Ein wunderschön. Na? Selber. Und deswegen. Also ich muss auch sagen, ich habe damals, wo ich im Vertrieb gearbeitet hatte, da war ich im Osten Deutschlands unterwegs und da war ich da wirklich so in Ecken, wo du da wirklich in die Buden reingegangen bist. Ich glaube, das hatte ich auch schon mal erzählt. Also die Leute haben mir leid getan, ganz ehrlich. Und die haben gehaust, das kann man nicht anders sagen. Und die leben eigentlich nur von der Stütze den ganzen Tag. Und ich weiß noch, der eine, ich glaube, das war 11 Uhr oder so, der hat sich gefreut, dass er endlich mal Besuch gekriegt hat. Der muss so auch so Mitte 40 gewesen sein. Der sah aber total zerrockert aus, der arme Mensch. Und ich saß da mit dem in der Stube am Tisch und dann, willst du einen Schnaps trinken? Um 11 Uhr morgens. Alter, es ist so traurig, was die Gesellschaft da letzten Endes so hervorbringt. Ne? Und dann gibt es dann ja, die oberen 10.000, sage ich mal, letzten Endes, die da irgendwie finanziell die Welt dann leiden. Ne? Aber naja, das ist das halt so. Ne? DE ist so am Ende. Ja, also ich unterhalte mich immer ständig auch mal gerne mit Menschen, auch so mit ausländischen Wurzeln, die einfach nur jetzt hier so mal erstmal arbeiten, um ein bisschen Geld zu verdienen und sowas. Und da sind wir uns auch allein. Wir wissen eigentlich gar nicht, warum die Leute alle hierher fliehen wollen, weil das ist ja auch alles gar nicht so rosig, wie es immer so ausschaut, ne? Da musst du echt viel. Danke für den Mittag. Ich komme aus dem Wodka zum Frühstück, ist ja normal. Wer sagt mir was vom Mitleid hier? Ich mache mich wirklich lustig. Nein, alles gut. Ich weiß, dass du auch so offen kommst. Das hört man so ein bisschen raus bei dir. Nein, also auch nicht böse gemeint. Also das ist einfach nur, es gibt ja leider so Ecken und es gibt ja so einige Ecken, die sind da ja auch im Osten. Das hast du hier im Westen auch, keine Frage. Aber da ist auch einfach wenig Arbeit dann, weißt du? Und dann bist du da bei Leuten, die keine Arbeit haben, die vielleicht auch keine Perspektive mehr haben. Und es ist ja nicht so, dass es da allen grundsätzlich schlecht geht. Das wollte ich damit jetzt nicht sagen, ne? Also nicht falsch verstehen. Naja, generell geht es einem in Deutschland schon noch recht gut. Also definitiv, also das meinen wir ja auch hier, ne? Also uns geht es hier in der Regel ganz gut. Aber es gibt halt auch Ecken und Menschen, denen es halt wirklich nicht so gut geht. Und also da habe ich leider auch schon einiges gesehen. Und man kann jetzt nicht grundsätzlich sagen, dass es hier in Deutschland grundsätzlich gut ist. Weil, wie gesagt, viele sagen, die Kluft zwischen Arm und Reich, die wird immer breiter. Also früher hast du Arm gehabt, dann die Reichen und dazwischen natürlich den Mittelstand. Und
Also ich habe das schon echt beobachtet, so in den letzten 20, 30 Jahren, sofern ich das konnte oder mitgekriegt habe, dass da wirklich die Kluft ein bisschen enger geworden ist. Und dadurch, dass die Inflation jetzt natürlich auch ein bisschen angetrieben ist, muss man da umso mehr noch drauf aufpassen, weil das hat ja auch, letztendlich, die Sachen werden alle teurer. Wenn dein Gehalt nicht auch noch ansteigt, dann hast du auf einmal nicht mal mehr Geld für, ich sag jetzt mal, ja, dass du da dein Auto im Monat bezahlen kannst sozusagen. Ja, dein Auto weg und dann musst du zu Fuß gehen oder sowas. Ne? Aber wie gesagt, ich bin mir meiner, ich sag jetzt mal, der schönen Sachen bewusst. Und wie gesagt, ich bin auch glücklich drüber. Ne? Und kann auch dankbar sein, dass das alles gut gelaufen ist. Weil ein paar Mal Glück habe ich mein Leben zum Glück auch schon mal gehabt. Ach ja. Politiker in einer Demokratie können aus Prinzip nichts taugen. Als Idealist kommst du nicht weit. Du musst dich wie in Jura generell aufgeblasen mit beiden Ellbogen ausgestreckt nach oben kommen. Ja, und so ein Verhalten, das mag ich halt überhaupt nicht. Das kann ich, das will ich auch gar nicht. Also können vielleicht, aber ich will das gar nicht. Ich halte davon überhaupt nicht, von diesen aufgeblasenen Goggeln. Das ist schon, wenn du irgendwelche Vertriebler hast, die da so, also, da fasse ich mir manchmal in den Kopf, wie die so durchs Leben gehen und was sie für eine Klappe haben. Weiß ich nicht. Können vielleicht nichts anderes, wahrscheinlich, aber ich bin da lieber auf einem anderen Niveau unterwegs hier. Jeder, der ein hohes politisches Amt befüllt, ist per Definition jemand, der absolut ungeeignet dafür ist. Ja, also da kommt mir der Sache näher. Demokratie und Populismus liegen nah beieinander. Da stimme ich dir zu. Das liegt in meinen Augen auch sehr nah beieinander. Man will immer mehr. Das ist ja auch nicht unbedingt schlimm. Jeder möchte sich irgendwie weiterentwickeln, aber wie das dann passiert, ist so eine Sache. Genau, und wie wir vorhin schon gesagt haben, dass man sich nur in den Spiegel gucken kann, das ist wichtig, weil ich habe damals im Vertrieb da auch aufgehört, weil, wie gesagt, da einige Sachen da abgelaufen sind von anderen und was dann gewesen ist. Und habe ich auch gesagt, nee, ich will mir abends noch in den Spiegel gucken, Feierabend hier. Naja, gerne geht es einem in Deutschland schon noch ganz gut, ja. Die Ecken hast du in ganz Deutschland. Na, definitiv bin ich ganz bei dir. Also, es gibt ja immer so ein paar Ecken, wo entweder eine sehr dichte Bevölkerung ist, da hast du dann natürlich auch viele Ecken, die ja vielleicht dann nicht den, so, ich sage jetzt mal eher den ja, Brennpunkt, irgendwie dann so ein bisschen angehen. Oder wie gesagt, also im Osten war das ja damals nach der Grenzeröffnung, da wurde ja viel von Aufbau und hier werden blühende Landschaften kommen. Und die Industrie hat sich da ja schon echt lange zurückgehalten, da irgendwie Fuß zu fassen. Und dann gab es dann natürlich in einigen Ecken keine Jobs. Also ich sage ja nicht kompletten Osten. Also Berlin ist ja da relativ schnell floriert, aber es gibt ja trotzdem da Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, da gibt es immer so ein paar Ecken. Wenn du da heute noch durchfährst und ich fahre da fast, also einmal pro Woche bin ich da mindestens im Osten unterwegs und wenn ich dann durch eine Gegend fahre, da ist das da schon, ich sage jetzt mal, nicht unbedingt so die Premium-Grundstücke, sage ich mal. Und damit meine ich jetzt wirklich jetzt nicht hier Paläste und so weiter und so fort. Da sind teilweise sind da schon wirklich runtergekommene Ecken. Gut, weiß man jetzt nicht, wie es drinnen aussieht und wie Leute drauf sind. Aber wie gesagt, ich habe es selber schon auch miterlebt, wo ich bei den Leuten drinnen zu Hause war. Und wie gesagt, ich will da niemanden abwerten, um Gottes Willen. Ich will auch nicht sagen, dass es im Osten schlechter ist als im Westen. Also das ganz und gar nicht. Aber es sind halt so diese Ecken, in denen ich mal unterwegs war und wo ich das verstärkt halt auch mitgekriegt habe. Und das ist natürlich kein Spiegel für die gesamte Gesellschaft. Das möchte ich damit jetzt hier auch noch mal ganz klarstellen. Naja. Alkohol hat viele Kalorien, passt schon. Besser für die Zähne als Kellogg's Frosties. Wie kommst du von Dead Space zu dem Thema? Hat Isaac seinen Job verloren? Ja, leider ja. Er ist hier auch gar nicht mehr im Anzug. Den hat er jetzt auch schon liegen lassen. Ja. Du, das ist ja manchmal so. Wir kommen da von einem Thema zum anderen. Wir sind hier über die Deutsche Bahn da hingekommen. Der Mittelstand verschwindet halt, ja. Ja, ist halt schwierig. Die Arbeitgeber wollen Niedriglohnsektor. Damit geht die ganze Scheiße los. Ja. Und das ist alles echt auch ein Teufelskreis. Ne? Denn auch wenn dann die Löhne für die einfachsten Arbeiten steigen, ne, da wollen die anderen auch alle nachziehen. Und dann hast du zwangsweise dann eine Inflation angekurbelt, weil die Produkte am Ende dann halt auch wieder teurer werden. Ne? Und dann ist das Geld, was du mehr hast, auch wieder nichts wert. Wer bitte hat den Kanalpunkte Alex Weisheit eingelöst? Der bekommt direkt Probleme mit mir. Viele Arbeitgeber können sich halt einfach keine tollen Angestellten leisten. Da hängt mehr dran, weil niemand Geld verdient, kann niemand ausgeben. Wenn du dir keine tollen Arbeitnehmer leisten kannst, liegt das daran oder an deinem Geschäftskonzept. Ja. Wir entwickeln Software in Deutschland und haben knapp 30 Angestellte. Da den Spagat zu wandeln, ist absolut verzweifelnd meinst du wahrscheinlich, glaube ich. Und wenn du für Mindestlohn keine Rente kriegst,
von der du heute leben könntest, kannst du dir ausmalen, was das in 40 Jahren bedeutet. Und dafür arbeitest du dann halt auch nicht mehr. Das ist ein komplexes Thema, aber die Gewinne steigen, Leute. Ja, und es gibt ja auch viele Leute, die sagen, ja, ich bin arbeitslos, meinetwegen, wie heißt es mittlerweile, Bürgergeld, ist ja nicht mehr Hartz IV, ist ja Bürgergeld. Ich kriege meine Wohnung bezahlt, ich muss morgens nicht früh aufstehen, ich kann davon leben. Das passt, warum soll ich dann arbeiten? So, und das ist, also ich finde persönlich, Arbeit muss sich lohnen. Ja, da musst du wirklich auch ein bisschen mehr von haben, was du an Steuernabzügen hast und so weiter und so fort. Da denkst du dir auch, ja, wofür, lieber Staat? Wofür? Ja gut, für grundsätzliche Geschichten, aber ich habe ja auch leider so für Sachen, Polizei ist ja auch wieder so ein Thema, Polizei, dein Freund, der Helfer. Ich habe jetzt in den letzten 2-3 Jahren dreimal, oder beziehungsweise sagen wir mal jetzt so seit 2018, dreimal, viermal wirklich extreme Probleme gehabt, wo ich die Polizei gebraucht habe. Und was war? Konnte nichts machen. Ja, super, vielen Dank. Ich zahle gerne Steuern dafür, dass er vorbeikommt, meine Daten aufnimmt und dann wieder wegfahrt. Und ja, das macht nichts. Ne, da kommen dann irgendwelche Kriminellen dann wieder davon. Aber das macht auch überhaupt nichts hier. Naja, egal. So einfach ist das halt leider nicht. Du kannst nicht einfach die Gehälter steigern, wenn Kunden nicht mehr zahlen. Kunden sind aber in derselben Situation, außer du hast extremes Glück. Hm? Oh, Digga, kannst du labern? Ich kann labern, mein Freund. Ich kann labern. Headset wieder auf. Tu das gut. Er auch. Hallo, XB Angel, grüß dich. Hallöchen. Was ist denn hier kaputt? Diskussionsrunde? Regelmäßig hier bei dem FTV wird auch mal gelegentlich mal ein bisschen diskutiert und gefachsimpelt und ausgetauscht. Aber es wird sich nicht gehauen. Das machen wir nachher, wenn das Stream aus ist hier. Ich grüße dich. Wie geht es dir? Der Trigger hat schon wieder aufgesetzt. Ja, der hört schon wieder nicht mehr zu. Ich bin jetzt hier gerade hinterhergekommen mit dem Chat. Da muss ich ja auch auf alles eingehen. So muss das ja mal sein. Ja, wir sind ein seriöser Sender hier. Wir haben auch mal seriöse Themen hier. Wer niedriglohnigen Sektor sieht, wird genau diese Probleme enden. Ja. Nee, aber wie gesagt, es ist ein schwieriges Thema. Und wie gesagt, Politik, jetzt mache ich ja gerade mal einmal Politikpause und wir machen jetzt mal hier ein bisschen auf die Schnauze. Wir regeln uns jetzt mal hier so ein bisschen an den Viechern ab. Und Prost, mein Lieben, alkoholfreies Bier. Ich sag's immer wieder gerne dazu. Nicht, dass ihr denkt, ich besauf mich hier. Es ist besäufniserregend, aber nicht der Fall. Da kann ich doch gleich nochmal eine neue Hülse nachfüllen hier. Die Nacktmodell-Rezessionsrunde hast du leider schon verpasst. Sorry. Ja, ich habe mich gerade wieder angezogen, als sie reingekommen seien. Wir stellen den Marker auf seinen Sockel zurück. Dann einer hier für Kanalpunkt eingelöst. Alex, zieh dich bitte wieder an. Wir wollen das nicht sehen. Das Kollektiv wird sich fügen. Wir werden wieder vollkommen. Dann können wir zusammen sein. Was hatten wir hier? Kleines Runzelding oder so? Bei Portal vorgestern? Los, wir müssen uns beeilen. Ja, wir beeilen uns jetzt. Ja. Ich rede jetzt auch ein bisschen weniger. Zumindest für die nächsten 2 Minuten. So, ich musste, glaube ich, hier hinten rein. Also, Dead Space ist auch sehr unterschätzt als sehr politisches Botschaftsgefüge für ja, allgemeine Themen der Gesellschaft. Das sollte man nicht unterschätzen. So, hier haben wir die Bank. Hatte ich jetzt eigentlich noch einen Knoten gefunden? Ich weiß nicht. Ist auch nicht so wichtig, weil wir ja sowieso mit dem Plasma-Cutter hier heute nur durcheiern. Das gibt nämlich noch ein Achievement. Den wollen wir nochmal haben. Na Gott sei Dank, ja. Ich bin da so eifrig. Ich suche ja eigentlich jeden Grund, um möglichst viel zu labern. Das ist so mein Problem. Hier spricht Sergeant Bram Newman, Sicherheitsdienst. Evakuierungsbericht. Wir haben das Shuttle verloren. Es hob ab. Deswegen laufen auch immer so viele weg hier. Ich war schon bei 1000 Followern. Ich versuche die 700 heute noch zu erreichen. Schön, dass ihr da seid, mein Lieben. Wir kommen hier nicht raus. Wenn jemand das hört, nicht landen. Ich wiederhole, nicht auf Aegis 7 landen. Wir sind in die Diskussion gestellt, indem wir irgendwas hier mit der Deutschen Bahn verglichen haben. Ich glaube, das war das Raumschiff auf dem Aumauam. Und dann ging es los. Stimmt, Annekaya ist schuld, richtig. Wow, kaum sagt hier eine Frau was im Chat, läuft der Alex wieder in der Spur. Ja, ich bin gefügig. Über Skippisten, Mondlandung, Fahrradreifen, Optimaldruck, Zigarettenverkaufsverbot und Kranplatzverdichtung. Ja, das, also es ist hier wirklich sehr, sehr tiefgreifend. Dieser Sender und dieser Streamer haben ein bisschen mehr zu bieten als Plumpmumor und einfach nur simples Gaming. Hier wird gefachsimpelt, hier wird die Zukunft noch geschmiedet, hier von Hand. Und in Farbe und Bund.
So, wir haben jetzt hier was gehört. Ich habe wieder nicht hingehört. Wir haben hier einen Knoten. Den nehmen wir nochmal mit. So. Das ist ein Knödli im Dödli, ist Vögli und Mögli. So. Auch hier liegen nochmal Credits rum. Ich glaube, wir hauen in der Bank nochmal was rein hier. Ja, habe ja schon meine langen Haare in den Wind gehängt, aber das hat nicht gezogen. Ja, nee, also da, mich kriegt ja nicht alles rum. Ne? Also, alles nicht. Achso, der Ripper, den hatte ich jetzt noch. Also ihr seht, ich habe hier jetzt schon mal, wie gesagt, ein bisschen vorgearbeitet. Ist schon ziemlich alles ausgebaut. Ach ja, hier hätte ich noch was. Den machen wir nochmal rein. Den und den. So, dann haben wir Energiekanone. Laserkanone fehlt uns nochmal ein Upgrade. Und der Ripper, den müssen wir dann mit Knoten noch versehen. Aber dann sind die auch alle aufgebaut und ausgerüstet. Wäre, wie gesagt, vielleicht auch nochmal eine Idee, hier nochmal einen Hardrun zu machen. Aber heute ist es nochmal erstmal auf easy. Wir werden das alternative Ende hier jetzt heute nochmal einmal uns gönnen. Da bin ich aber, wie gesagt, auf einem leichten Schwierigkeitsgrad unterwegs, weil ich halt auch den Achievement für den für das Durchspielen nur mit Plasma-Cutter noch haben will. Und wie gesagt, ich wollte das möglichst schnell hier nochmal hinkriegen. Wir hatten das Spiel vor einiger Zeit erst einmal schon durchgezogen. Und um den Marker selbst, das Auge des Sturms. Ja. Dort können sie sich nicht lange aufhalten. Alle Gaga. Ich habe es gesehen. Die haben zu viel Diskussion mit DMF-TV hier miterlebt. Deswegen sind die alle völlig durchgedreht hier. Ah, haben wir was zu lesen hier? Ach, das haben wir schon mal gesehen hier. Ja, komm. Mutti, werd fertig hier. Ja, haben wir? Gut, ich kann nämlich noch mal kurz einkaufen gehen. Mal schnell das Inventar mal leer schieben hier. So, was haben wir hier? Einmal aufs Konto bitte. Direkt. Ohne Umwege. So, was haben wir hier? Brennstoff für Flammenwerfer. Das schicken wir mal ins Lager. Das heben wir uns alles auf. Wie gesagt, ein bisschen Munition habe ich hier. Das brauche ich alles, glaube ich, gar nicht. Knoten, das kann man sich dann nochmal irgendwann mal später kaufen. Finde es ja zum Glück hier im Game genug hier. Das alternative Ende, wo Dumbledore überlegt, psch, du sollst nicht alles verraten. Mensch, reiß dich doch mal zusammen. Immer das Gleiche. Du musst hier immer die Spannung kaputt machen. Ich versuche es hier aufzubauen mit Diskussionen über Bahn- und Kranplatzverdichtung. Und jetzt sowas. Pferdchen. Bin zutiefst enttäuscht. Entschuldigung. Ja, okay. Gut, dann ist in Ordnung. Seid ihr verziehen. Oh, hier wird schon wieder... So. Ruhe da. Störe nicht den Isaac, wenn er nicht gut gefrühstückt hat. So, wir drücken hier mal Knöpfchen. Weiter geht's. So. Ist halt so spannend. Ja, hast du auch recht. Grüß euch hier, mein Lieben. Klappe öffnen. Im Game Klappe öffnen. Streamer Klappe halten. Könnte euch so passen, ist nicht. So, wir schieben uns hier nochmal durch. Einmal zumachen. So, mal mitnehmen. Müssen wir aber langsam beeilen hier. Ja, Ding, kommt her. Los. Bitte einmal. Ihr braucht euch nicht anstellen, ihr könnt jetzt alle auf einmal kommen. Na, wo grinst hier was? Da. Ach, scheiße, ist das schon wieder, diese Mistviecher. Da hatte ich mir eigentlich auch mal angewöhnt, nicht den Bauch kaputt zu schießen. Dann bleibt der ganze Rotz nämlich drin, ne? Jetzt hör doch mal auf, Mensch. Hey! Na, das will ich auch nicht. Ich will das jetzt haben. Ach, ich... Oh, jetzt ist das runtergefallen. Komm her. Schon tot.
Quarantäne wird beendet. Ja, sehr schön. Vermisst du sie, Isaac? Das Team von der Carrion? Ja. Das Team? Sie glauben, sie sind tot. Was denkst du? Der Marker sah, wer sie wirklich waren. Entschuldigung. So, ist zwar noch nicht 4 Uhr, aber ich mache mir trotzdem mal ein wohlschmeckendes Einschlafbier auf. So muss das werden. Ja, auf jeden Fall. Gönn dir. Ich stoße mal auf die Entfernung an. Schön, dass ihr da seid, mein Lieben. Ah. Und dass wir immer so schöne politische Themen haben. So muss das doch, ja. Ah. Ist es sogar eine Mieze hier in der Nähe? Die war drüben gerade Schlagzeug spielen. Oh, die Königin ist da! Eure königliche Hoheit. Hier, bitteschön. Euer Ergebnis der Diener. Ich hoffe, es ist... Oh nein, ich glaube, sie mag es nicht. Oh, oh. Ich glaube, ich bin einen Kopf kürzer gleich. Fraghaft, ja. So, du kannst nicht mal langweilen, ne? Die denkt sich jetzt auch. Wieso kriegt die andere das in den Mund gelegt und ich muss mich jetzt hier wieder bewegen? Ja, ist ja gut. Kriegst du es jetzt auch. So, meine Güte. Ihr seid mir zu schlau. Wenn die Tiere schlauer sind, als das immer. Ach ja. Oh, die spielt aber Schlagzeug lautlos mit Samtpfötchen. Ja, ja, das ist hier die Samtpfötchen. Ich muss ja gestehen, es ist schon sehr angenehm, wenn sich politische Diskussionen einschleichen. Man nicht immer einer Meinung ist, aber trotzdem keiner gebannt werden muss. Ach so, ja, Entschuldigung, ich muss ja noch mal ein paar Bands verteilen. Das zeugt davon gesunder Diskussionskultur. Die sehe ich auch so. Also ich bin ja auch so ein Freund davon, anderen nicht meine Meinung aufdrücken zu wollen oder zu müssen. Ja, ich habe meine Meinung und die möchte ich ja auch so, dass die andere irgendwo akzeptieren und tolerieren. Und ich werde ja auch nicht den Missionar machen und sagen, ihr müsst das jetzt aber so denken, weil sonst denkt ihr falsch. Weil, wie gesagt, ich bin ja sowieso der Meinung, dass es immer viele verschiedene Wege gibt, eine und die gleiche Sache zu machen. Ja, und ich sage ja auch immer, also... Das ist so das, was ich da auf einer Verkaufsschulung mal gelernt habe, dieses Thema oder diesen Spruch von wegen, es gibt 7 Milliarden oder vielleicht mittlerweile auch 8 Milliarden Wahrheiten auf der Welt. Ja, so ist es einfach, weil jeder Mensch so seine eigene Wahrheit hat. Deswegen, richtig und falsch ist immer so eine, ich sag mal, schwierige Angelegenheit. Ich sag da mal, dafür gibt es Gesetze, um das zu definieren. Alles andere ist so ein bisschen Gefühlssache und da muss man dann halt auch ein bisschen mit gesundem Menschenverstand beigehen. So sehe ich das. Achso, warte, ich muss da vorne ja noch erstmal die Brücke hochmachen, ne? Ah, ich eier hier schon wieder. Klingelingeling, klingelingeling. Wo ist er denn? Da ist er. Da wollte ich hin. Ah. Orientierung verloren, sowas. So, einmal hoch. Jetzt wollte ich doch gerade rübergehen. Hätte nur noch mal 2 Sekunden Zeit lassen können. Naja, egal. Ja, bin damals ja direkt in eine Diskussion hierher gekommen. Oh, echt? Was war das nochmal für eine Diskussion? Weißt du das nochmal? Wahrscheinlich ein Thema, was wir immer mal wieder haben, ja. Weiß nicht, war das um Corona oder so? Oder ich weiß es gar nicht mehr genau. Bist ja auch schon so lange dabei. Bist ja quasi Inventar. Das seid ihr beide ja. Also wenn ich Inventur mache, muss ich immer... Andekaya ist noch da. Honigpferd, auch noch einer da. Hier wird noch jedes Jahr gezählt. Alle noch da. Gerade wenn Themen so komplex sind, wird auch kaum einer eine einheitliche Meinung dazu haben. Nee, also das ist auch nicht möglich. Also ich meine, es gibt ja immer welche, die sind der Meinung, die haben die Weisheit mit Löffeln gefressen und wissen, wie der Hase läuft. Ich muss gerade noch mal ganz kurz, ich bin wieder dabei. Es ist aber zu putzig. Ah, ertappt. Ja, nee, ich weiß, die Königin spielt nicht, die Königin regiert. Oder dirigiert, so war das. Die regiert nicht nur, die dirigiert auch noch. Ach ja, herrlich, herrlich. So, einmal wieder an Ort und Stelle. So, da sitze, oder liegt sie. Anmutig in der Sphinx-Stellung. Und prinzipiell verdient jeder erstmal gehört zu werden. Das sehe ich auch so. Du lernst ja auch sonst nichts dazu. Nee, genau, das ist es. Also, mir sind so Menschen auch immer so zuwider, die... ja, weiß ich, wie gesagt, genau so sind. Und die haben ihre Meinung. Ja, ich meine, das ist ja auch legitim, können sie auch meinetwegen haben. Aber da habe ich keine Lust, mich mit denen auseinanderzusetzen. Dann sollen sie machen, ist mir scheißegal. Habe ich keine Lust drauf, dann gehe ich weiter.
Achso, hier war irgendwas im Weg, ne? Dann gehe ich weiter und dann soll er sein Leben weiterleben. Ist mir vollkommen egal. Achso. Hab ich nicht so die Böcke drauf. Na, kommst du her? So, das war Nummer 1. Ey, lass mich doch mal in Ruhe mal abhacken hier. So. Leben und leben lassen, sage ich da mal zu. Und wir sind eine Gesellschaft von vielen, vielen verschiedenen Individuen. Und ich sag mal, selbst Männer und Frauen sind ja schon mal unterschiedlich, was da so gewisse Empfindungen oder Ansichten angeht. Ne? Und ich sage ja auch immer, es kommt ja immer ganz drauf an, wie bist du groß geworden, mit welchen Einflüssen von den Eltern, von Freunden und so weiter, schulische. Ne? Also das ist doch schön. Jeder ist ein Individuum, jeder hat da irgendwelche anderen Erfahrungen. Und wie ihr schon sagt, man lernt ja auch dazu. Ne, man muss dann nur so ein bisschen open-minded bleiben. Ist so. Muss man gerade ganz kurz gucken hier. Genau. Du lernst ja sonst nichts. Genau. Ich weiß gar nicht mehr. Nein, ich weiß leider nicht mehr, welche Diskussion das war, aber es war Pferdchen da und hat eine angenehme Diskussionskultur. Ich wurde mal von Beastie oder Sammy hergehört. Ja, ich glaube, da kann ich mich auch noch drin erinnern, genau. Und wir hatten uns nochmal in irgendeinem anderen Stream, hatten uns dann auch nochmal getroffen. Da hast du dich auch rumgetrieben hier. Ich kam von Matze. Oh, echt? Ich dachte immer, du wärst länger hier. Ich weiß gar nicht mehr. Also ihr seid aber relativ zeitgleich glaube ich auch gewesen. Ihr wart relativ früh da und seid auch noch geblieben hier. Trotz allen Versuchen von mir, euch loszuwerden. Ja, nein, Spaß. Nee, du warst schon da. Okay. Ich glaube das einfach mal. Wie hat ein anderer Streamer mal gesagt, wenn du nichts Nettes zu sagen hast, sag's gar nicht. Ja, das finde ich auch. Also, denn man kann ja auch immer so ein bisschen mal etwas ernstere Themen haben, aber ich finde auch, also nett sollte es dann trotzdem irgendwo bleiben hier. Ich habe meine Meinung und sie ist oft relativ stark, aber ich mag es auch, wenn mir jemand zeigt, dass ich falsch liege. Ich mag den wissenschaftlichen Ansatz, ich lerne gerne dazu. Nee, das finde ich sollte auch sein, man sollte immer ein bisschen offen bleiben, wie fest man einer Meinung auch ist. Ja, also wie gesagt, jeder hat ja letztendlich auch seine Art und Weisen, wie er Probleme löst. Und trotzdem kann man ja von jemandem auch was lernen, der sagt, ey, du kannst das aber auch so machen. Und vielleicht ist das für einen optimaler. Das ist ja immer die Frage. Ihr seid alle Individuen. Du, ich nicht. Ja, Entschuldigung, du halt nicht. Same. Wer mir was erklärt, anstatt mir was aufzuzwingen, öffnet er meine Türen voller neuer Erkenntnisse für mich. Oh ja, auch gerade gerne bei mir wird das Thema. Ich hasse es. Echt. Und da drehe ich auch fast gleich durch. Wenn man mir sagt, was ich zu tun habe. Wenn man sagt, du musst. Ich hasse es wie die Pest. Da drehe ich durch. Also wenn jemand ernsthaft sagt, ne, was ich wie wo zu tun habe, mag ich überhaupt nicht. Deswegen habe ich, glaube ich, auch so ein Problem hier mit... jetzt spiel das Spiel! Du kannst mir mal... Nein, also weißt du, was ich meine, ne? Das ist, also ich weiß auch nicht, das ist irgendwie so ein bisschen so keine Ahnung, anti-autoritäre Haltung. Ich habe keine Ahnung. Also ich habe da auch schon, mich mit ehemaligen Chefs da in der Haare gehabt, wegen gewissen Äußerungen und so weiter und so fort. Also mag ich überhaupt nicht. Aber ich muss auch zugeben, es ist nicht immer einfach einzusehen, dass man falsch liegt. Keine Frage. Also es möchte ja keiner irgendwo das Gefühl haben, dass das, woran er glaubt, irgendwie nicht das Richtige ist. Ja, wie gesagt, ich sage mal, richtig ist immer im Auge des Betrachters. Und das ist so wie mit Musik. Ne? Der eine mag das, der andere mag das. Und es ist nicht schlecht, Musik. Also wenn ich irgendwelche Auftritte habe und Musik mache und dann die Leute kommen von wegen spielen was zum Tanzen, wo ich sagen muss, Alter Schwede, ich habe einem auch schon mal ins Gesicht gesagt, Alter, wenn du nicht tanzen kannst, dann geh einen Tanzkurs. Ne? Also, weil ich spiele immer Musik, wo man zu tanzen kann. Ne? Es ist vielleicht nicht seine Musik, das respektiere ich, aber er ist halt nicht die Krone der, ich sag jetzt mal, der Musikexpertise. Na, und das, finde ich, muss halt auch jeder sehen. Da gibt es verschiedene Meinungen. Ich wurde ausgemustert und mit dem Kommentar absolut hierarchieschädlich. Ich habe mich schon hart gegen andere Ansichten gewehrt, aber abends liegst du dann im Bett und denkst, Mist, da könnte was dran sein und dann informierst du dich und lernst was Neues. Ja, Auszeichnung, ja. Nicht nur, dass ich Hierarchie nicht ausstehen kann, ich mag es, sie sehr aktiv zu untergraben, ja. Also es ist ja auch, wie gesagt, ich finde es manchmal auch nur lächerlich. Wie gesagt, so eine Hierarchie ist ja auch letzten Endes irgendwo, da sitzt dann teilweise jemand, der es nicht unbedingt besser weiß. Er wird da hingesetzt, weil er diesen Dienstgrad hat, diese Stelle hat und
kann es auch nicht besser. Und das ist auch ein Problem, was ich habe. Also ich verliere dann ganz schnell den Respekt vor den Leuten. Ja, die wollen mir was erzählen, haben aber selber von Tuten und Blasen keine Ahnung. Das ist dann für mich immer so ein Punkt, wo ich sage, ja, du kannst mir mal an die Füße fassen. Ja, ich nehme mich überhaupt nicht mehr für voll. Und das, was Andekaya sagt, ist kenne ich. Das ist bei mir genauso. Ich sage auch immer, wenn ich mit Leuten drüber rede, ich sage niemals, du musst. Ich sage nur, versuch das doch mal so oder ich würde das so machen oder irgendwie so in der Richtung. Ich würde niemals jemandem sagen, du hast das zu tun, du musst das machen. Das mache ich nicht. Ich sage dann halt, also wie ich dann das so empfinde, wie ich das machen würde. So, und ich sage auch immer, ich sage, du musst hier keiner gleich irgendwie sagen, ja, du hast recht. Einfach, wenn die Leute drüber nachdenken denen das hilft. Das ist mir ja wichtig. Ich will ja nicht im Recht sein. Weil ich lasse ja andere Meinungen zu und ich bin ja auch der Meinung, dass ich nicht unbedingt in allem die einzig wahre, richtige Meinung habe. Aber wenn ich da jemandem helfen kann, ja, mit irgendwelchen Sachen da besser klarzukommen, dann freut mich das. Und wie gesagt, es ist mir auch nichts, wo ich dann sagen muss, geil, bin ich ein geiler Typ, ich habe so die Ahnung. Nee, gar nicht. Das ist für mich Selbstverständlichkeit, Leuten mal zu helfen. Und ich kann ja auch von denen was lernen. Und ich denke, genau wie Andekaya, das wollte ich sagen, ist es bei mir dann auch schon oftmals so gewesen, dass man dann, ja, abends im Bett oder irgendwie später dann nochmal drüber nachdenkt und denkt sich, ja, irgendwie hat die Person recht gehabt und vielleicht habe ich da in der Situation auch irgendwie nicht richtig reagiert. Vielleicht war das doof. Na? Und das braucht manchmal vielleicht auch mal ein bisschen länger. Bin da vielleicht auch nicht immer der Schnellste, meistens eher der Langsamste. Aber, ja, ist dann halt so. Und wie gesagt, ich finde, ganz wichtig ist, sich auch mal, ja, Fehler in dem Sinne einzugestehen, wo man sagt, okay, vielleicht war das nicht so astrein. Vielleicht habe ich da ein bisschen über die Stränge geschlagen. Ist halt so. Ganz legitim, wir sind Menschen. Passiert. Das Schlimmste im Krieg ist, Befehle von Leuten zu befolgen, die absolut keine Ahnung davon haben, was sie tun. Ja. Letzt in einem Geschichtsbuch ausgesehen. Ja. Ja, ist ja auch so. Ne? Also, Krieg ist ja sowieso schon mal schlimm genug. Und wenn du noch immer hier. Ja, Leute hast, die dann, ja weiß ich nicht, kriegsgeil sind und möglichst blind gehorsam, das sind alles ganz, ganz böse Mischungen. Das ist irgendwie noch nie so richtig gut gegangen. So, warte mal, wo war denn jetzt hier der letzte nochmal? Scheiße. Hing der da oben irgendwo? Ja, und wo war der letzte irgendwo? Nee. Ah, irgendwie war ja noch einer. Da fehlt noch einer. Da fehlt noch eh noch. 1, 2, 3. Der ist ja zu. Da komme ich jetzt nicht hin. Ach so. Das war der Fahrstuhl. Richtig. So war das. Notaufzug offline. Ja, ja. Warten wird benachrichtigt. So, nu ist gut. Ja. So, aktivieren. Ich habe halt extrem Freude daran, Hierarchien zu demontieren. Das fällt mir sehr leicht. Was für die Bundeswehr ein Albtraum ist, Leute, die Hierarchie nicht respektieren, damit kommen sie klar. Leute, die all ihre Energie investieren, um ein Konstrukt zu demontieren, damit halt nicht. Ja, auch nicht schlecht. So. Au. Au. Was? Der schwabbelt hier rum. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist ja doch alles ein bisschen langwieriger heute als gedacht. Aber ich werde zusehen, dass wir das hier heute noch durchkriegen. Ich werde mich jetzt ein wenig beeilen. Hui. Ich habe ganz vergessen, dass es ja noch so viel ist hier. Da oben will ich hin. Yep. Aber politische Diskussionen brauchen Zeit und die nehme ich mir. Schwerelosigkeit deaktiviert. Und ich habe so ätzend viel kreative Energie. Ja, ich weiß. Das ist ja auch eine sehr positive Sache. Wie gesagt, manchmal fehlt mir da ein bisschen so die Kreativität, die du zu viel hast. Aber wie gesagt, das. Wenn man da sowieso ein Problem mit hat. Achso, jetzt kommt der hier wieder. Na komm. Ja, komm! Kommst du her? Ja, feini! Aua.
Also ich meine, ich will auch nicht sagen, dass ich gar nicht kreativ bin, aber mir fehlt da manchmal so ein bisschen die Geduld, mich damit einigen Sachen auseinanderzusetzen, dass so gewisse Dinge dann auch umgesetzt werden aus meiner Kreativität. Da habe ich persönlich auch Probleme mit. Und dass da manchmal fehlt mir dann auch echt so die Geduld, da mal echt mal langwieriger ranzugehen. Ich habe mir ja auch schon gesagt, ich will mal endlich mal wieder Mucke machen. Jetzt hatte ich ja das Studio alles fertig. Jetzt bin ich immer noch nicht dazu gekommen. Aber irgendwann, eines Tages, ist dein Special Interest, ja. Ja, schon irgendwie tatsächlich. Wundert mich nicht, wenn man Systeme durchschauen kann, dann kann man sie halt auch demontieren. Und das kann halt Dopamin machen. Wenn man dann noch eine entsprechende Mentalität hat, joa. Soll jeder machen, was ihm Freude macht. Und wenn dir das Freude macht, Kärtchen, dann ist vollkommen okay. Prost! Ach ja. Ich glaube, wir brauchen sie auch nicht nochmal neu was dazu kaufen, oder? Oder kaufen wir uns lieber nochmal ein bisschen Munition? Ja, ich glaube, ein bisschen nehmen wir lieber nochmal mit hier. Einen produktiven Tag. So, sehr ist schön. Sehr ist schön, ja. Obwohl ein bisschen geht, glaube ich, noch. Mal wenn wir nicht, dass wir dann beim Endboss nachher dann stehen und uns fehlt dann ein bisschen Mumpe. Achso, da geht noch mehr. Machen wir nochmal so, hier weiß ich nicht, was machen wir da jetzt hier so? Ja, 78 mal. Ja, komm. Kohle kommt, Kohle geht. So, dann haben wir noch ein paar Plätze frei. Ah, 13. Nee, oh, wir können keine 13. Dann nehmen wir 12. Dann tun wir so, als wäre das jetzt hier. Einer fehlt. Einer fehlt. Oh nein. Aber ich war tatsächlich damals schon extrem stolz und auch heute noch, dass mir damals die Bundeswehr mehr oder weniger an den Kopf geworfen hat. Hau ab, lass uns bloß in Ruhe. Ich will Systeme immer nur nach meinem Gutdünken verbessern. Ist genauso ätzend für die Systeminhaber. Wie gesagt, Auszeichnung. Ja, auf jeden Fall. Guck mal, diese Quirulanten. So, was ist jetzt eigentlich los? Ne, den hatte ich schon. So war das. Muss ich hier nehmen? Da war hier noch einer. Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Ne, und das finde ich auch so schön hier mit euch. Also, man kann sich da ja wirklich über solche Sachen unterhalten. Aber wie gesagt, wenn wir hier mit dem Gaming da ja einige viele schöne, verschiedene bunte Spiele und vor allem Yagami auch vor hinter uns haben, mag ich das auch unheimlich gerne mal über... Ach, der ist schon drinne. Ich habe jetzt auch schon was mit den Augen. Auch einfach, dass wir uns hier auch, wie gesagt, keiner ist da irgendwie böse auf einen, weil er da vielleicht das irgendwie ein bisschen anders sieht. Das ist so ein bisschen so diese Verständnis oder Akzeptanz, dass andere Menschen halt vielleicht auch eine andere Meinung haben. Und wie gesagt, wir können ja auch nur davon lernen, wenn wir da so im Kopf offen bleiben hier. Ich nehme das System am liebsten auseinander, gut beobachtet, und baue sie dann optimierter neu auf. Ich hatte es damals, weil die Trolle am Telefon beim Bund null mit dem PC klarkam. Wissen Sie was? Ich mach's Ihnen einfach. Wir haben nie telefoniert und Sie vergessen meine Akte und ich Ihre Telefonnummer. Bumm, nie eingezogen worden. Auch nicht schlecht. Ja, ich war ja damals tatsächlich so auf dem Trichter. Ich wollte ja tatsächlich auch noch Zeitsoldat werden. Ich wollte eigentlich zur Luftwaffe. Und ja, dann war das aber so. Konnte sich das damals noch ein bisschen mehr aussuchen. Und mich hatten sie nicht nehmen wollen, weil ich als Kind mal einen asthmatischen Anfall hatte, allergisch bedingt. Und ja, hatten wir glaube ich auch schon mal drüber geredet, hatten sie mich dann von T2 auf T4 glaube ich runtergeschoben. Und dann wollten sie mich nicht mehr als Zeitsoldat haben. Bin ich letzten Endes unterm Strich auch nicht böse drum, weil damals in seinem naiven Leichtsinn hat man da nochmal so einen Wisch unterschrieben, wo dann drin steht, dass man Menschen töten und auch selbst getötet werden kann. Wenn ich das so heute drüber nachdenke, ist das schon etwas anderes Thema für mich. Auf jeden Fall haben sie mich damals zum Glück dann auch nicht genommen. Hab dann aber meine Grundwehrdienstzeit machen dürfen. Und ich habe mich da auch so mit denen so ein bisschen in die Haare gehabt dann schon. Weil ich hatte auch keinen Bock mehr, weil es ging mir so ein bisschen um das Finanzielle natürlich. Und so als W9er, was es damals noch war. Ja, das war ja schon eigentlich das Niedrigste. Ich glaube, niedriger ist es nie gegangen. Oder ging es noch W8? Nee, ich glaube W9. Also 9 Monate Wehrdienst. Und ja, da bist du dann irgendwie mit 240 Euro irgendwie abgespeist gewesen, monatlich. Da hast du halt nicht viel. Oh, was ist denn? Da hast du halt auch nicht viel
ja, übrig gehabt, ne? Ja, toll, du konntest in der Kaserne pennen, super. Mit den ganzen Knallköppen, die da waren, waren auch Heißdüsen dabei. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich war ganz froh, dass sie mich nicht genommen hatten. Oder bin mittlerweile ganz froh, dass sie mich nicht mehr genommen hatten. Dem Stabsarzt hatte ich dann da auch nochmal um die Ohren gehauen, von mir, ob sie mich da eigentlich verarschen wollen, was das für ein Saftladen ist. Naja, aber das ist zum Glück auch schon lange her. Gott, du Gott, wenn ich mal drüber nachdenke. 25 Jahre? Na, fast. 2003 hatte ich da auf jeden Fall meine Grundwehrdienstzeit angetreten. Das war eine Scheiße, sage ich euch. Das war mal ganz schön so mit dem Sport und so weiter und so ein bisschen rumschießen und so weiter und so fort. Wie gesagt, ich bin mittlerweile eigentlich, naja, Pazifist will ich jetzt auch nicht sagen, aber Menschen so im Konflikt töten müssen, wollen, nee, Gottes Willen, da habe ich irgendwie auch so meine Probleme mit. Finde ich nicht gut. Ich finde das auch immer scheiße, wenn junge Menschen quasi in den Tod geschickt werden, weil irgendwelche großkotzigen Vollspackenpolitiker da jetzt beschließen, wir machen mal einen Krieg. Ja, und ob das so ein Putin ist oder sonst wer alles, also Krieg, auch kein Mensch eigentlich. Ist für mich ein völlig normaler Drang für Neurotypiker, der Albtraum. Ich wollte auch zur Luftwaffe, dann haben die meine Krankenakte gesehen und gelacht. Ja, das war ja bei mir auch ähnlich. Es war ja bei mir auch ähnlich. Auch wir werden hier. Komm, da kannst du mal irgendwie so Kugelfutter, sag ich mal, sozusagen werden. Also ich bin auch froh, ich habe auch nie mit Reserveübungen oder sowas zu tun gehabt. Nee, es ist auch einfach so, also ich finde es, ja, natürlich, ich meine, gerade so in heutigen Zeiten, wenn man sieht, wie viel Mist da teilweise passiert und dann irgendwer marschiert irgendwo ein, ja, es ist leider traurig, dass du sowas mehr oder weniger auch brauchst, scheinbar zumindest. Aber, also diesen, ich sag mal, Schwachmatenhaufen, den ich da erlebt habe und diese Art und Weise, wie die Leute reden, da denkst du echt alle, sag mal, seid ihr eigentlich irgendwie ein bisschen behindert oder so? Und da kann ich nur sagen, ja, einige sind es definitiv. Und da bist du auch froh, dass es die Bundeswehr als Institution gibt, weil die in der freien Wirtschaft frei rumlaufen, das willst du auch nicht haben. Kommt da jetzt was angeschnieselt hier? Achso, da läufst du. Komm her hier. Ey, brennst du? Ja, verbrannt. Wunderbar hier. Ach Gott, oh Gott. Da ist schon wieder so viel geschrieben hier. Seid ihr verrückt? Ich will das Spiel doch noch durchkriegen hier. Bereue es heute aber nicht. Als Frau wäre kein Spaß gewesen. Nee, das glaube ich auch hier. Wenn man nicht mindestens T2 war, war halt die potenzielle Laufbahn eher sehr überschaubar. Das ist es. Oh ja. Ich könnte nicht so ohne weiteres auf andere schießen. Nee, also auf Ziele schießen, das ist ja vielleicht noch eine ganz spaßige Angelegenheit, aber tatsächlich, oder in Videospielen, das ist noch vertrieben. Aber wenn ich weiß, das ist ein echter Mensch, ein fühlender Mensch, der aufgewachsen ist, der Freunde, Familie und sonst was alles hat, nee, also das kann ich auch nicht, das kann ich auch nicht. Ja, gut, jemanden vielleicht mal einen aufs Maul geben, weil es einfach ein blödes Arschloch ist, das ist aber auch was anderes. Also Menschen umbringen, never. Wusste ich aber damals noch nicht, dass er sagt. Ja, das war bei mir auch so. Man ist jung, man ist dumm und ja geil, Krieg, ja, für mein Vaterland. Ja, Bullshit, für dieses Vaterland würde ich garantiert nicht sterben wollen. Ja, aber wenn man jung ist, ne, was meinst du, warum die sich alle freiwillig gemeldet haben damals, Ersten und Zweiten Weltkrieg? Yippie, alle haben sie gejubelt. Ja, hier, Helden und so weiter und so fort, ja. Mhm. Tote Helden feiern leise. Oh, da kommen sie wieder. Wow. So. Warte mal, hier, wir haben ja noch was. Oh, das wollte ich gar nicht. Ach, ist egal. Ey, was ist denn hier? Hast du dicke Schuhe an oder was? Oh, die dicken hier. Ne? Da ist der Sack liegen geblieben. Wunderbar. Bleibt da. So, 1, 2.
war da noch irgendwie. Da vorne war noch, glaube ich, einer. Polter, die Polter! Aua! So. Wo war noch einer? Hier noch, ne? Nee. Nicht? Achso, das macht sich gleich erst auf. Gut! Ich nehme eine Mac. Was da hinten noch? Liegt noch was? Achso, hier. Da ist er. Die haben nichts mit mir zu tun. Die wollen auch nicht da sein. Die vertreten nur ein paar machtgierige Reiche. Ja. Würden sie viel lieber kennenlernen, eine Schnäpschen trinken, übers Leben planen oder ein Kartenspiel spielen. Ja, ist auch so. Weil es ist, wie gesagt, für mich ja auch so, die Menschen, die ja sterben, teilweise, ja, wie gesagt, auch verblendet von irgendeinem schweren Nationalstolz-Kack. Und naja, dass das sowieso nicht so optimal ist, ist ja auch das ja. Weil man kann ja auch von anderen Nationen wunderbar lernen. Also ich finde auch so dieses Gedankengut, was einige haben hier und von wegen so hier Ausländer, alle scheiße, alle unwürdig, alles unter Menschen und so weiter und so fort. Finde ich sowas von schwachmatisch. Wie gesagt, es ist ja schon allein, wenn du kulinarisch oder musikalisch gehst, ne? wenn du da irgendwelche anderen Völker als dumm bezeichnest, das geht gar nicht. Weil ich meine, letzten Endes gerade auch so wir Deutschen, ne? Ich meine, wir stammen ja letzten Endes auch irgendwo von Barbaren ab, wo andere Reiche schon auf dem Höhepunkt waren und Medizin und sonst was haben, da sind wir hier noch quasi durch die Streuer gekräuselt, quasi, unsere Vorfahren hier aus Deutschland. Deswegen, also irgendwie da was Premium-Mitgliedschaft im Superherrenrasse-Club zu haben, ist Schwachsinn. Ja, wie gesagt, man kann voneinander lernen und drüber reden, ja, das wäre toll, aber funktioniert leider nicht. Dieser Hass, der geschürt wird, ist genauso mit irgendwelchen religiösen oder religiös verblendeten Menschen, die dann irgendein Gott da irgendwie hier noch einen Gefallen tun müssen. Also Bullshit alles, ey. Aber genauso scheiße finde ich es, Bundeswehrsoldaten dumm anzumachen, weil sie Soldaten geworden sind und deren Kinder nicht mit den eigenen Kindern spielen zu lassen, ist wohl völliger Alltag bei vielen. Ja, das geht für mich auch nicht. Du kannst nicht alle über einen Kamm scheren. Natürlich gibt es da ein paar Idioten, aber grundsätzlich, ich kenne ganz viele Soldaten. Alles easy, wunderbar, peasy. Und letzten Endes machen die ja auch etwas, was ja, wie gesagt, in der heutigen Zeit auch irgendwo eine gewisse Notwendigkeit irgendwo mit sich bringt. Achso, Ballade aktiviert. Ich starte den Strahl neu. Egal. Und grundsätzlich zu sagen, das sind schlechte Menschen und Mörder oder sonst was. Ja, ich sag mal wirklich, wenn dann hier mal irgendeine andere Nation einfallen sollte oder so weiter, dann werden die froh sein, dass es da noch Leute gibt, hier, die sich da hinstellen und die dann verteidigen. Das ist so mit Polizei. Die Leute schimpfen über die Polizei, aber wenn sie überfallen werden oder da irgendwie zusammengeschlagen werden auf der Straße, sind sie froh, wenn da einer daherkommt, ne? Finde ich halt auch. Also die haben auch einen Scheißjob, die Polizei. Genau wie Soldaten. Das ist eigentlich letzten Endes ein Scheißjob. Du opferst da letzten Endes oder riskierst dein Leben. Lass sie gehen, Daniels. Wen denn? Und ich finde grundsätzlich Leute über einen Kamm zu scheren, ist sowieso eine ganz, ganz blöde Sache. Ist genauso mit Jägern. Jäger, Mörder. Ich hasse Jäger. Dass das irgendwo gewisserweise aber Sinn macht, ist ja halt aber auch wieder für viele nicht ganz so nachvollziehbar. Aber es gibt halt auch, was Jägerschaft angeht, ganz viele schwarze Schafe. Hatte neulich bei Jan Böhmermann was gesehen, so mit diesen ganzen, ja, ich sag mal, gerade auch so Politikern und so weiter. Also was da dann auch schon wieder mir so zu Ohren gekommen ist mit irgendwelchen, ja, Jagdausflügen und was sie da mit den Tieren gemacht. Also ein Mann, der weitmännisch vernünftig jagt. Wunderbar. Da gibt es ja auch Regeln tatsächlich. Ne? Das ist ja nicht so einfach rum und baller, 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 alles weg, was er hat. Es gibt Regeln, nach denen da geschossen wird. Ne? Und die Regeln machen ja auch irgendwo Sinn. Und das hat ja auch noch Sinn gemacht, wo wir hier keine Wölfe hatten, sei mal, die das reguliert haben. Ich finde das auch sehr, sehr, sehr... Also ich finde es nicht optimal, dass hier jetzt mittlerweile auch die Wölfe immer mehr überhand nehmen. Aber es ist jetzt so. Und aber zu der Zeit, wo es halt diese Raubtiere nicht gab, musste der Bestand von Rehen auch ein bisschen reguliert werden. Und deswegen finde ich, ist das auch ganz legitim, dass es Jäger gibt, Leute, die das machen. Aber das ist wie mit allen Sachen. Extremismus, ich glaube, sind wir uns einig, ist nie gut, egal was es ist. Das ist, ob du solche Extremhundebesitzer hast oder Pferdeleute, Jäger
oder politisch Gläubige oder sonst was alles. Also zu viel ist nie gut. Ist immer für den Arsch. Ich hab dich geliebt. Sind doch alles Menschen am Ende. So sieht es aus. Ich hab dich immer geliebt. Die Leute, denen du im Krieg gegenüberstehst, haben in der Regel den gleichen Job wie du. Trifft nicht die Richtigen. So sieht's aus. Also normalerweise wirklich hin zu denen, der den Krieg angefangen hat, hier den Oberhaupt, der gesagt hat, marschier da mal ein und dem mal ein paar Dinger zwischen Augen verpassen. Da wäre ich dann auch so mal mit dabei. Das wäre dann auch nicht schade. Solche machtgierigen Aggressoren, sag ich mal. Das, nee, geht gar nicht. Nein, aber das ist auch blödes Gelaber jetzt. So wenig ich Militär mag, ich respektiere auch die Menschen, die sich darauf einlassen und sich im Misthaufen des Krieges vor mich und meiner Familie schmeißen. Genau, und das sollte nämlich sein. Weil das ist es nämlich. Das ist, wie gesagt, Polizei, Soldaten, genau das ist es. Die machen etwas, damit du in Sicherheit sein kannst. Im Fall des Falles. Und da muss ich dann auch wieder mein komfortables Leben einsehen. Ich sitze hier 3:30 morgens und trinke Bier, während ich stream. Glaub für, da nochmal Prösterchen, mein Lieber. Die Leute, deren Job es ist, sich, wenn hier alles doof läuft, in den Panzer zu setzen und das zu verteidigen, natürlich verdienen den maximalen Respekt. Mein auch auf jeden Fall. So wenig man Militär mag, so notwendig ist das Zeug leider aber auch einfach, genau, wie ich schon meine, in der heutigen Zeit. Da kann sowas halt auch schnell passieren. Haben wir ja gesehen. Mal wieder in Israel und Russland, Ukraine. Es ist ja immer irgendwo Krieg. Das ist ja leider das Problem. Absolut. Ich mag Militär als fiktives Thema. Romane, PC-Spiele etc. Aber Krieg ist und bleibt scheiße. Sterben ist scheiße. Alles verlieren ist scheiße. Wie sieht's aus? Wie gesagt, im Gaming ballern Blut, Köpfe abschlagen, Gemetzel, Krieg, Call of Duty, sonst was. Mache ich auch gerne. Ne? Da kann es auch gar nicht brutal genug sein. Aber in echt muss ich das auch nicht haben. Null. Nada. Gar nicht. Das ist schon alleine schon so ein kleines Traumata, wenn direkt vor deinen Augen Unfall passiert. Wenn du einfach so merkst, wie hilflos man einfach in solchen Situationen unter Umständen ist. Also ich habe das mal gehabt, eine Bananensituation. Bin ich mit dem Kumpel gefahren. Wir waren auf dem Linksabbieger. Der vor uns ist gefahren. Der von vorne kam, ist auch gefahren und er, der abgebogen ist, hat nicht darauf geachtet, dass einer von vorne gekommen ist. Das gab einen Unfall und also das war wirklich wie in Zeitlupe. Überall sind die Teile geflogen und der von vorne gekommen ist, ist dann noch auf uns zugehalten, konnte noch ausweichen. Das ist schon krass. Ne? Und ich meine, das war jetzt nur so ein kleiner Auffahrunfall. Wenn du irgendwo was siehst, wo wirklich jemand ja ums Leben gekommen ist. Krasser Scheiß. So alleine, wie gesagt, das neulich hier mit ich hab's wieder vergessen, wo das war. In Amerika, hier mit der Brücke. Nicht Boston, ich bringe das immer durcheinander hier. Ihr wisst, was ich meine. Wo ich das gesehen habe und dann weißt du, da sind jetzt gerade in diesem Moment Menschen ums Leben gekommen. Das ist schon heftig. Das ist schon echt heftig. Na, und ich glaube, also ich bin der Meinung, dass jeder, der das nicht heftig findet, irgendwie ein ziemlich psychisches Problem hat und eigentlich sozial bedingt vielleicht ein bisschen problematisch ist. Sagen wir es mal so. Weil da fehlt dann das Mitgefühl und das braucht unsere Gesellschaft halt auch. Weil eine Gesellschaft ohne Mitgefühl, weiß ich nicht, das ist nichts. Das ist nichts, nicht lebenswert. Ach ja, Ästhetik von Krieg ist oft halt leider sehr ansprechend. Ja, wie sage ich immer hier, Krieg ist scheiße, aber das Sound ist geil, ne? Das Reptiliengehirn hat gesprochen, aber ein gesunder Mensch kann das ja unterscheiden. Ja, das ist so die letzte Hoffnung der Menschheit immer. Jäger wird man zur Populationskontrolle, so sieht's aus. Und wenn man als Jäger extrem gut ist, wird man Jägermeister und somit zur Flasche. Das ist des Jägers Ehrenschild, das er beschützt und hegt sein Bild, weitmännisch jagt, so wie sich's gehört, den Schöpfer im Geschöpfe ehrt. Prost, so heißt es nämlich. Donnerwetter, zu viel Jägermeister getrunken in meinem Leben hier. Das Problem sind, by the way, nicht unbedingt die Wölfe. Die lassen sich recht leicht vertreiben. Muss man sich halt drum kümmern. Wollen die Bauern aber nicht. Aber die Hybriden aus Hund und Wolf, die keine Scheu haben. Ich bin da nicht ganz im Thema. Ich finde, die Wölfe, die hier mehr oder weniger eingeschleppt oder hergebracht worden sind, die sind leider zu sehr an den Menschen gewöhnt und haben da zu wenig Scheu und sind zu nah dran. Ich habe ganz viele Videos hier aus der Ecke gesehen von Bekannten, wo die wirklich ans Auto rangekommen sind und nachgeguckt. Und das ist nicht typisches Verhalten. Und das kann sein, dass das halt auch schon diese Hybride sind. Das ist schon ein bisschen daneben.
Okay, der war blöd. Ich weiß jetzt nicht, was du damit meinst. Keine Ahnung. Achso, du meinst mit Jägermeisterflasche. Ach, alles gut hier. Ich wohne hier halt auch im aktiven Krieg. Ja, das stimmt. Stimmt, da bist du ja auch quasi gerade angrenzend dann immer. Ne? Dem muss man sich bewusst sein. Es ist nicht mal mehr offiziell Waffenstillstand. Ja, also ich hab das ja auch immer mal, ich krieg das ja immer mal mit und sehe da auch Dokumentationen, so, da muss ich auch denken, so, ja, in dem ja, Land lebst du oder in der Stadt lebst du, die da quasi dran grenzt. Und ja, das ist schon krass. Also ich hoffe nie, also ich hoffe nicht, dass da jemals irgendwie jetzt wieder sowas mal ausbricht, wie das, was da mal war. Aber es ist halt leider, ja, die Gefahr ist ja halt da, weil allen juckt irgendwo mehr oder weniger der Finger. Und hoffen wir mal, dass die da nicht irgendwann mal dann durchdrehen hier. Ja, hat man von hier in DE oft gar nicht so auf dem Schirm in Korea. Baltimore, ja, Baltimore war das genau. Ich weiß auch nicht, wieso ich mir das nicht merken kann, ist auch egal. Die meisten sind keine vollen Wölfe, sondern Hybriden. Wir haben irgendwie 3 oder 4 Wölfe in DE, bei denen bestätigt ist, dass kein Hund drin ist. Die Grenze ist von mir ca. 20 Kilometer entfernt. Momentan dreht irgendwie halt jeder am Rad, ja. Das ist scheiße, also ich hoffe, dass das weiterhin alles friedlich ist. Na, aber wie gesagt, momentan dreht irgendwie jeder am Rad. Und wenn Wölfe-Hybriden zu nah an Siedlungen kommen, muss man die verkretzen. Das geht über Tierschutz. Ja, sehe ich auch. Also das ist halt das Problem, was ich da halt auch sehe. Und wie gesagt, diese Wölfe, die sind hier irgendwo reingeschleppt, reingebracht worden. Und die sind ja letzten Endes ausgestorben. Und also ich bin da auch fester Überzeugung, dass das letzten Endes so ein bisschen von Menschen so mit angetrieben worden ist. Und der Wolf ist ein Raubtier. Und ich muss da immer so dran denken, ich habe als Kind in den Wäldern gespielt, weit ab von zu Hause, irgendwo sonst. Wenn ich da vom Wolf angefallen worden wäre, da hättest du mich nicht mehr wiedergefunden. Ja. Und da hat man als Kind natürlich immer Angst gehabt, dass so ein Tier dann irgendwie rumläuft. Aber man wusste, okay, es gibt ja keine Wölfe mehr. Da muss ich halt drüber nachdenken. Ja, wenn ich dann vielleicht mal irgendwann mal Kinder habe und die sind dann in den Wäldern am Spielen, so wie ich das früher auch gemacht habe, das sind so meine Gedanken. So, wir nähern uns auf jeden Fall schon mal dem Endboss hier. Unserem kleinen Schlingel hier. Ich habe aber kein Verständnis für Bauern, die ihre Schafe anflocken und sich wundern, wenn sie gerissen werden. Dann sichert das Gelände. Ja, also gibt da auch andere Ausnahmen. Und also ich sag mal so, wir haben ja einen Biobauern, der auch sein Gelände umzäunt hat, ja, sogar mit Strom und sonst was. Und irgendwie der Fuchs holt sich da regelmäßig irgendwelche Hühner. Ich sehe das immer, wenn dann noch weitere Vorsichtsmaßnahmen am Zaun angebaut werden. Also die Tiere sind ja auch nicht blöd. So, Endboss vor. Incoming. Und neulich hat hier auf dem Elbdeich, neulich ist gut, das muss jetzt die Tage gewesen sein, auf dem Elbdeich ein Wolf auch mehrere Schafe gerissen. Da sind sie auf dem Deich, die sind halt so mit diesen mobilen Gattern, die sind hier so, weiß ich nicht, Meter 20 hoch, sind die eingezäunt und die grasen da, stapfen ja auch so ein bisschen den Deich immer ein bisschen fest. So, und da war der Wolf da und hat sich mal bedient. Ich meine, klar, natürlich gibt es da auch immer einen, der da ein bisschen so ein Auge auf die Schafe hat. Aber der ist da auch mittlerweile ja auch nicht mehr die ganze Zeit dabei. So, ich kümmere mich mal ganz kurz um den Endboss. Ich bin dann danach gleich wieder ganz bei euch, damit wir das hier heute nochmal durchkriegen. Das könnte sogar was bis 9 werden. Mal schauen, ich nehme nochmal einen kräftigen Schluck. Und falls ich es noch nicht gesagt habe, schön, dass ihr da seid, meine Lieben. Bei unserer hobermäßigen Diskussionsrunde über politische Themen von Bahnfahren über Bundeswehr zu den Wölfen hin. Es ist herrlich. Na, ja, ich kann auch nicht schießen, sieht man ja gerade wieder. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie wir den hier gelegt hatten. Oh Gott, ich habe aber auch einen Finger heute hier. Ich sollte, glaube ich, mal mehr trinken. So, endlich mal einen getroffen hier. Upsi. Oh, sag mal. Kann doch nicht sein. Na, Gott sei Dank. Thank you.
Ja, ja, schlag doch zu, du! Doch, fuck! Es gab eine Zeit, da hatte ich das mal besser drauf. So. Hier, der hustet mich schon wieder voll, Herr Fachmeister. Darf der das? Naja, Stase. Ach ja, wir haben ja auch Stase, stimmt ja. Könnte ich eigentlich auch mal nutzen hier. Komm, nimm dies. Nein, möchte er nicht? Ja, ja. So. Der Mann ist alt. Der trifft nicht mehr so gut. Aber der hätte gesessen. Der hätte gesessen. Mindestens 7 Jahre für groben Unfug. So. So. Gehen jetzt hier alle hoch hier. Mann, der kommt hin. Achso. Ihr kamt ja auch noch hier. So schnell bin ich ja nun auch nicht. Ja, wie war das so schön? Im Sommer spendet sie Schatten, im Winter hält sie warm. Ja, was ist denn jetzt hier, Mrs. Staubsauger? So, da. Na, sag mal. Hallo, ich treffe doch hier. Hallo. Habt ihr das gesehen? Ich habe da mindestens 4-mal drauf geschossen und getroffen. Ich muss jetzt, wenn die oberen wahrscheinlich kaputt machen. Maya! Maya! Und dieses Glubschvieh, was ich meine, nenn ich Maya. Kleine, freche, hässliche Biene, Maya. Maya, komm. Komm und zeig mir mal dein Herz, da schieß ich heute wieder ordentlich rein mit Maya. Igittigit. Hallo? Jetzt wird das aber eng hier. Jetzt schnell weg. Das muss gestern eine Party gewesen sein. Schlecht drauf und hier ständig am Rumreiern. Ja, ja, komm. Huch! Na, fast noch reingelaufen hier. Der Olli am Bollern hier. Ich geh mal ein bisschen näher ran. Der Streamer trifft ja nicht so gut. Na, da kommst du jetzt mal her. Ich hätte es gelacht, wenn ich nicht getroffen hätte. Ein Hauch geweint vielleicht. Jetzt kommt die beschissenste Szene überhaupt. Achso, warte mal, ich habe ja Stase, ne?
Jetzt bleib stehen, du! Hat auf mich gehört. Macht sonst nie jemand, aber sie hat das jetzt mal. Stöß hier, mein Lieben. Boyaka, Boyaka, everybody know that. Gib mir den Wodka, Anushka, und dann lass mich sein. Der Isaac ist freundlich, doch und sie war gemein. Gib mir den Wodka, Anushka, und sei wieder gut. Denn grüß wenn euch. Du nie gut bist, komm ich noch mehr in gut. Ach ja, schön, schön. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was hatten wir denn jetzt hier alle? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Seid ihr verrückt hier? Der Wolf hätte dich nicht angefallen. Wildschweine mit Tollwut sind häufiger und gefährlicher. Ja gut, okay, Wildschwein muss ich in der freien Wildbahn auch definitiv nicht treffen hier. Ich habe in meinen letzten Jahren in Deutschland extrem viele Ochsenfrösche und Ochsenfroschquappen eingesammelt, weil die alles kaputt machen und nicht nach Deutschland gehören. Ah, okay. Ja, das ist auch vieles eingeschleppt. Ne? Das ist auch mit den diesen dunklen Eichhörnchen. Ich glaube, schwarz-grau sind die irgendwie so. Die sind ja auch, glaube ich, irgendwie amerikanisch. Das sind ja eigentlich die roten, die hier sind. Aber... Naja, aber Tiere in Klolösung zu schmeißen macht trotzdem keinen Spaß. Am Ende können die ja nichts dafür, dass ein paar dumme Deutsche sie ausgesetzt haben. Ja, das ist immer das Problem. Wenn du da in so einen Biokreislauf da irgendwo eingreifst, dann kann das immer zu ganz negativen Folgen führen. Ja, Zeit für die Formkur. Ja. Den Wolf musst du mit dem Geruch von Schießpulver vertreiben. Das muss man regelmäßig auffrischen. Zu viel Arbeit. Okay, dann brauchst du zwei Hunde, die mit sowas fertig werden. In Amerika ist das alles gar kein Thema. Die haben alle, die Hunde. Wir sind hier halt auch einfach zu bequem geworden. Und ja, die Hybriden sind ein extremes Problem und sollten halt eigentlich zum Arterhalt aus dem Verkehr gezogen werden. Ich dachte, grober Unfug sind 5 Peitschen hier. Hatten wir 5 gesagt? Waren das nicht mal 4? Das ist halt das Problem zwischen Naturschutz und Tierschutz. Echt schwierig. Und ich fühle da auch mit den Tieren. Ja, und wenn die Jungfrösche sogar die jungen Hechte und Karpfen fressen, wird es natürlich schwer zu argumentieren, sie nicht zu entfernen. Okay, wenn die das machen. Bullenfroschkaulquappen sind aber sowieso so beeindruckend, da sie Tischtennis groß waren. War echt so riesig, Alter, krass. Wenn man sonst mal in Deutschland Kaulquappen gesehen hat, ist das eine etwas andere Dimension. Ja, definitiv. Also Kaulquappen kenne ich auch noch. Das ist ja ganz niedlich, sagen wir. Aber Tischtennisball groß, das ist schon eine Hausnummer. Ist halt dann wieder die Populationsfrage. Die leiden dann irgendwann selbst unter dem Zusammenbruch der örtlichen Nahrungskette und müssen erledigt krepieren. Dann lieber vorzeitig eingreifen und Populationskontrolle betreiben. Voila, Habibi. Ja. Ja, schwieriges Thema mit auch am Ende keiner wirklich richtigen Antwort. Wurmkur, yay. Es gibt keine richtige Antwort, das ist leider wahr. Ich habe schon eine Barre mit Frischling überrascht als Kind. Angst. Grauhörnchen, ja. Genau, die sind ja auch eingeschleppt, die gehören ja eigentlich auch nicht her. Aber genau, ja, also Wildschwein, nee, das muss man nicht unbedingt haben. Gerade eine Wache mit Frischling, die mögen das gar nicht, wenn dann Menschen in der Nähe sind. Das mögen die überhaupt nicht. So, jetzt bin ich mal gespannt. Alternatives Ende incoming. Ich nehme mein Headset ab, sehe Dead Space und höre Kaulquappen. Ja. Also ich werde dir jetzt nicht den letzten Gang der 20 letzten Minuten jetzt hier nochmal diktieren. Also das hast du jetzt selber verbockt mit deinem Headset. Wie wir da hingekommen sind, das wird ewig ein Geheimnis bleiben. Verlässlicher Partner. Jawohl. Das war das Achievement für unseren Plasmaschneider. Oder? Eine Waffe? Oder was das? Ich weiß es gar nicht genau. Verbockt oder erspart? Das kannst du sehen, wie du willst. Ja. Wir haben sie in ihrer Glanzzeit erlebt. Gehen wir nach Hause, Isaac? Es
gibt noch so viel zu tun. Bald. Versprochen. Ich muss erst noch was Kleines bauen. Für mich? Was denn? Eine Überraschung, Schatz. Aber sie wird dir gefallen. Tam, tam, tam. So, wir machen mal schnell einen Vorlauf. Wir haben es ja schon mal gesehen. Oh, 2-fach, 4-fach, 8-fach, 16-fach. Oh, nee. So. Bitte einmal jetzt sofort aufschreiben. Ich will sofort mindestens 20 Namen, weil ich sie gleich nochmal einmal vorgetragen habe von euch hier. Mysterious, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich muss noch was bauen. Ja. Kurzen Abstecher nach Holland, aber das geht ja jetzt mittlerweile auch hier in Deutschland, ja. Drei Begegnungen mit Wildschweinen in Kindheit, Jugend auf dem gut begangenen Waldweg gehabt. Ja, das ist nicht schön. Also, ich habe zum Glück nur auf Entfernung mal. Also, mir ist aber auch mal ein Keiler vors Auto gelaufen. Mein lieber Schwan, morgens um 4 zur Arbeit gefahren, da ich noch in der Industrie gearbeitet. Und dann ein Feldweg. Hinter mir ein anderes Auto, wo ich auch gedacht habe, Alter, was willst du so früh und was drängelst du, du Sackgesicht? Ich habe hier morgens keinen Bock, so zu hetzen zur Arbeit, vor mir um 4 Uhr. Und ich sehe nur vor meinem Auto einen Schatten. Also ich bin jetzt einen Kleinwagen damals gefahren, aber das Ding ist so ein Stück über der Motorhaube hinausgeragt. Ich habe nur gedacht, ach du Scheiße, ich bin nur noch mal in die Eisen gegangen. Also habe ich auch gedacht, das hätte noch gefehlt. Vorne knallt, hinten knallt, in der Mitte bin ich mal um galant 20 cm schmaler oder auf 20 cm verschmälert gewesen. Ja, also hören wir auf hier. Mysterious. Mysterious. Ja, auf jeden Fall. Gustav, Detlef. Sind das seine beiden anderen Vornamen, René? Keiler 1, Auto 0. Nee, zum Glück, der ist auch abgehauen. Der ist abgehauen und hat's überlebt und mein Auto auch und der hinter mir auch. Neues Spiel plus Bayern abgeschlossen, ist wunderbar. Dann, ich glaube, gehen wir zurück in die Sitz-Ecke. Oder kommt hier noch was? Ne, eigentlich nicht. Eigentlich müssten wir doch jetzt im normalen Startbildschirm wieder sein hier. Keiner ist geiler als Keiler. In Korea gibt es relativ viele Wildschweine. Ja, echt? Krass. Okay, einmal zurück in die Sitz-Ecke. Bis gleich.